Meine Freunde, da bin ich wieder, Higgs, besonders raus. Achim ist mit mir schon im DS, ja? Der Achim ist da, ja! Schönen guten Tag. Ja, und ich bin jetzt, wir spielen jetzt ein bisschen LS19. Jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus, vorhin war ein bisschen Nebel und deswegen habe ich gesagt, nee, ich bin dann wieder, habe noch was gegessen schnell und dann dachte ich mir, komm, jetzt machen wir einen kleinen Stream hier. Achim postet mir das, oder denke ich mal. Gerade bei. Und bevor wir anfangen. Wer hat diesen scheiß Traktor hier hingesetzt? War da einer besoffen? Chuck oder? Wer ist derjenige, wo schuld ist? In See rein, ne? Zombie-Unisier, moin. Guck mal, Leute. Im Ernst? So, warte mal. Ich baue jetzt erstmal hier einen Sound. Dann sehe ich das so. Ihr seht, wo ich bin, ne? Und. Ich weiß zwar nicht, welche Pfeife das gemacht hat, aber ich schätze mal, es war eine Pfeife. Da klein mal ein Screenshot so, ein Screenshot als Beweis. Wir hatten das geschafft. Markus C., Martin, Nee. Ich kriege ihn gar nicht raus, ne? Nächste. Kriege ich ihn raus? Wenn du es irgendwie zurücksetzen tust. Nee, im Wasser drin will ich nicht. Was? Alter, kaum bist du hier in LS19 drin, hat schon einer Scheiße gebaut hier. Wir waren gestern da so besoffen. Ich nicht. Nee, kriegt er auch so raus. Er bewegt sich, er bewegt sich. Er bewegt sich. Er bewegt sich immer noch. Ich glaube eigentlich mit dem Traktor, da nehme ich den anderen Traktor, der hat zu wenig Power, ne? Alter, welche Pfeife war das hier? Einmal mit Profis hier, Leute, echt. Bin ich gespannt, was für eine Scheiße die gebaut haben. Nee, ich glaube, müsste alles noch so sein. Ich weiß nicht, wer das schafft, aber. Der Eingang ist immer noch, glaube ich, nicht gemacht. Doch, jetzt sind ja. Da steht noch ein Holz. Alter, was war das für ein Rückling? So. Dann nehme ich den anderen Traktor. Mit dem ziehe ich das Ding raus, ne? Nee, nicht mit dem. So, warte mal. Bevor wir hier weiter spielen, muss ich erstmal die Kamera hier richtig ansetzen. So, meine Lieben. Bin gespannt, wer noch kommt. Einer war ja noch drin, habe ich gesehen, ne? Irgendeiner? Und weiß nicht wer. Das sehe ich jetzt gleich mal. Züge LK Autos, Roblox-Fan ist hier. Alter, was kannst du für einen Namen so lang? Zombie-Huhn ist hier. Und der Achim ist auch am Start. Ja, ich passe nachher auf den Teamspeak und im Chat auf. Ja, ich ziehe den jetzt mit dem raus hier. Aber ich nur wissen, wer das war. Ich zieh das jetzt mal schnell raus und dann. Ach, die Map. Die Karte war. Wo war das da hinten? Wer ist denn hier ins Wasser reingefahren? Wer schafft sowas? Ich kapiere es nicht. Siehst du, mit dem kriegt man raus, ne? Hast du gesehen, Achim? So läuft das. Ja, der eine Traktor ist einfach zu schwach. Weil jetzt kann ich, glaube ich, abernten hier, so wie ich das sehe. Gucke ich gleich mal nach. Dein Udo fragt, ob ich mitfahren kann. Leider nicht, weil. Wir sind eigentlich hier schon voll. Mit Spielen, mitfahren. So. Dann lassen wir mal so. Jetzt muss ich erstmal gucken, welche reif sind und welche nicht.
Erntereife ist eigentlich alles noch nicht, ne? Im Wachstum, im Wachstum. Das heißt, wir müssen die Zeit vorspulen, wie es aussieht. Alter, hier knallt die Sonne rein. Willst du mich verarschen jetzt? Warte mal, Leute. Ja, die Sonne habe ich dir extra bestellt. Zuerst Nebel und dann kommt die Sonne. Nein, ne? Zuerst Nebel draußen und dann jetzt um 16 sitzen. Tom, die Sonne habe ich dir extra bestellt. Bald kommt der arschkalt. Ja, du. Ja, arschkalt eigentlich eher weniger, ne? Eigentlich, ich hab Kappe angehabt und mit so. Mit Schnee. Glaub nicht. So. Ich sag grad wirklich, liebe Livestreamer, kurze Entschuldigung, der Herr Livestreamer ist gleich wieder da mit seinem vollen Mund leer. Machen wir die Zeit vor. Erstmal muss ich mir einloggen. Als Admin? Ja, muss ich als Chef einloggen. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt sehen. So. Man muss halt das Passwort wissen. So. Dann kann ich den Scheiß mal ein bisschen vorspulen, damit wir hier mal ein bisschen, ne? Machen wir mal 120. Wir haben jetzt 18 Uhr, machen wir einfach bis zum nächsten Tag und lass dich einfach mal laufen. In der Zeit können wir uns ein bisschen unterhalten. Und zwar, wir können Reden halten statt Lehmer halten. Halt das mal ab. So. Wenn der andere noch drin wäre, könnte ich vorspulen. Aber ich spule jetzt vor, weil ich will ja hier ein bisschen abernten. Bin mal gespannt, wer alles kommt, ne? Sonst wären wir hier gar nicht fertig. Bei Markus C. und Martin habe ich es gepostet. Ah, okay. Meine WhatsApp-Gruppe auch, oder? Ja, und auch in der WhatsApp-Gruppe vom Chucky. Das machen wir bis zum nächsten Tag. Ludwig geht an. In der Zeit könnte ich eigentlich den, den Hänger holen. Ah, was sag ich denn? Den Drescher holen. David hat hier so einen Scheiß hier hingebaut. Warum auch immer. Aber das war nämlich Vorspul bis am Morgen, Leute. Und dann... Liebe Zuschauer, jetzt regnet. Richtig. Regen macht schön, ne? Wisst ihr? Nehmen wir den hier. So ist das schlecht, ich kann nichts abernten. Hä? Wenn es regnet, kann ich nichts abernten. Ja, ich weiß. Am nächsten Morgen regnet es nicht mehr. Ja, also mal vorspulen hier. Warten wir halt ein bisschen, ne? So, Dixie ist hier. Moin, moin. Die Edixe. Ist jetzt eine Eidechse? Eine Edixe? Ton okay, oder? Ja, passt alles, ne? Okay. Okay. Ich habe eine Frage. Wer hat das, den Traktor versenkt? Ja, den Traktor versenkt hier mit einem... Mit einem Drescher vorne? Ein Dreschgerät, du Redix, oder wer? Ich habe ihn schon rausgezogen. Wasser drin? Wer war da gestern besoffen? Achim! Nee, Redix war sie ja nicht. Kann mir den vorstellen. Oder war das der Tom? Nee, ich weiß nicht. Ich habe alles hingestellt und bin in ein Haus rausgegangen. Habe noch ein bisschen abgeholzt. Ich weiß gar nicht, wo mein Abholzgerät ist und mein Hänger. Werde ich da mal gleich gucken, wo das Ding ist. Das werde ich jetzt gucken hier. Aber da ist das Drescher, da ist Stapler. Da sehe ich gar nichts. Der steht hier auch. Ah, okay.
Und das war's dann, ne? Da ist er. Ah, hier hat man hingeparkt, okay. Alles klar. Also auch noch. Wer stellt denn das Zeug nicht mehr wieder zurück? Auch Martin hat es, glaube ich, zurückgestellt. Na, der mit dem kleinen Traktor und das Dreschzeug hat einer im See hinten versenkt. Bewegt sich das beim Licht ein bisschen hier? Kann das sein? Ja, ganz wenig, seht ihr? Ja, Tom, wenn du Bild machst, kannst du auch in die WhatsApp-Gruppe von dir schicken. Bitte was? Hast du ein Foto gemacht? Ja, ja, aber da muss ich rausholen am, direkt vom, vom Screenshot. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oder was könnte ich gerade machen? Was? Ich spule erst mal vor, bis am Morgen der Regen aufhört. Dann ist das Zeug dann auch mal reif, ne? Bald mal. Siehst du, jetzt wird's reif, Achim. Ja. Über Nacht wird's reif, das Ding. Es regnet, Gott segnet. Ich poste gleich in die Gruppe. Ja, ist erstmal. Schön gemütlich, Digi. Kann ich schneller als wie 120, Achim? Ja, ich bin gleich wieder da, mein Koffer. Ja. Der Regen ist gut, dann wächst das Zeug besser. Deshalb spule ich jetzt vor. Dauert ein bisschen. Und die Zeit müssen wir haben, ne? Das mache ich mal bis am Morgen und dann gucken, ob der Regen aufhört und dann kann man hier abernten. So, jetzt wird es langsam morgen. Guten Morgen, Kikariki! Alter, das sieht aus hier mit den Wolken. Da kriegen wir ja Angst hier. Guck mal. Bin gespannt, ob Holger zu regnen eigentlich. Normal ja, ne? In der Nacht der Regen und am Tag der Segen. Psst, hier wegkriegen. Julia, oh Julia, mach den Regen weg, sonst mach ich dich an. Oh Julia, der Regen geht mich an, der Regen geht mich so an. Verpiss dich Regen, sonst hau ich dir eine klassisch rein. Sonnenschein, kommt der raus. Ne, komm. Alter, wie lang pisst's noch? 8,29. Hört gar nicht mehr auf zu regnen, ne? Wieder da. Ja, es regnet immer noch. Ich denke mal, ab 12 Uhr hört es auf, ne? Nein, das hört erst 24 Stunden auf. Glaube ich nicht. Meinst du? Da hat einer vergessen, den Horn abzudrehen. Es pisst. Brauchst du deine Traktoren nicht waschen? Ja, stimmt, ja, aber die sind trotzdem noch dreckig, guck. Auch wenn es regnet. Also der zumindest. Ja, den könnte ich ja mal waschen, ne, in der Zeit. Es regnet, aber ich wasche ihn trotzdem. Da muss glänzen, der Klaas 960 Axion, ja? Haben wir nix. Aber muss es sein, deswegen haben wir ja Hochdruckreiniger hier, ne? Wir machen mal kurz Werbung mit Alfred Kerscher. Ja, aber voll, hey.
Und es regnet immer noch. Alter, will ich muss jetzt so weit vorspulen. Ja, dann lass mal ein bisschen laufen. Wofür? Na, wie geht's dir, mein Süßer? Hm? Komm, jetzt tun wir mal ein bisschen streicheln. Oh, feine, feine Wuffi. Guck mal, Achim, ich habe einen Hund. Schön. So, dann will ich ihn streicheln. Ich glaube, der hat sehr Hunger. Er ist kein Futter drin. Zack, jetzt ist drin. Komm, fressi, fressi. Lecker, lecker. Ist der Rieger. Guck, die Hütte habe ich ihm unterm Baum hingestellt. Schön, ne? Dass er ein bisschen im Schatten ist. Ja. Wisst ihr? Das war eigentlich der Plan. Aber leider seitenverkehrt habe ich sie hingebaut. Ich muss mal gucken, ob es für mein L19 auch Katzenmod gibt. Ey, der ist durch die Hütte gelaufen. Läuft bei dir. Ey, wie machst du das? Digger? Ich nenne ihn Digger. Ja, Der das. kann zaubern. Ja, es regnet immer noch, Alter. Wenn es regnet, kann ich gar nicht abernten, ne? Oh, dann spule ich mal vor, dann gucke ich mal, hole ich derweil diesen Hänger hier, weil den baue ich dann eh draußen da. Ne? Dann nehmen wir diesen, nehmen wir meinen Glastraktor. Wo ist denn dein Balke? Da fällt ein Balke oben. Ein was fehlt? Wo die Leute Spende tun. Wo? Ach so, scheiße, habe ich noch keine eingerichtet. Neu, stimmt ja. Warte mal, der hat der Markus gestern vorgemacht. Warte mal, der muss ich. Scheiße. Warte mal, der muss ich jetzt nur schnell machen. Muss eh vorspielen, nächsten Tag, ne? Das mache ich jetzt schnell, meine Lieben. In der Zeit könnt ihr ein bisschen in den Regen zugucken. Macht Spaß. Ein Spendenkohl, Achim. Komplett vergessen. Ja, ist mir gerade eingefallen, weil ich es gerade gesagt habe. Dankeschön. Ich lasse eh vorspulen bis zum nächsten Tag, ne? Ich sehe es ja eh eigentlich hier auch. Und dann gucken wir mal. So, neuer Spendenkohl muss ich machen. Wie soll ich machen? 5.000 Euro? Ja. Nein. Oh, da haben wir ja eine knackige Zahl. 444 Euro. Ne? 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 Statt zu sagen, ne? Julia. Ja, jetzt kann ich echt 24 Stunden her. Jetzt regnet es so lange, Achim. Nochmal eine Nacht durch. Super. So ein Mist, oder? So, My Coal, dann einmal My Coal, dann mache ich einmal Reset. Ja? Dann hier einmal Reset, ja, so. Dann hier einmal hier 4-4. Auch lustig. Anfangen tun wir, was haben wir denn heute für ein Datum? 26. Saturday bis November 30. Dann save. Dann einmal hier speichern. Dann nehmen, es regnet eh, ich muss eh vorspulen, meine lieben Freunde. Das war eigentlich nicht geplant. Dann setzt man den Kohl neu auf. Achtung, Achim, gleich. Und zack, ist neuer Jo. Kohl drin. Siehst du? Cool, ne? Ich find's geil. So, 444, ich glaube, das ist okay. Liebe Zuschauer, der XY doch aussehen kann Zauberer. Ja, das kann ich wirklich. Hast du gesehen, wie ich das umgestellt habe? Schön. Und es regnet immer noch. Ja, Leute, da kann ich, boah, wir quatschen einfach ein bisschen, Achim, ne? Dann müssen wir halt warten, bis das hier vorgespult So, ist. liebe Zuschauer, ich kann auch Frage an den Leistungsfragen der XY-Doc außer euch alles verraten. Nicht alles. Ich weiß gar nicht, wo Schatzi ist. Ich weiß gar nicht, wo die anderen Leute eigentlich sind. Deine Frau habe es auch gerade gesendet, privat. Muss nicht, reicht nur auf WhatsApp-Gruppe. So, jetzt geht's langsam auf. Dann warte ich mit dem nächsten Tag. Dann spule ich bis nächsten Tag ganze Nacht nochmal vor, ne? Ja. Sieht krass aus, nimmer Wolken. Wie das so. Oh, jetzt hat's Licht angeschalten. Jetzt in der Nacht. Und jetzt hört der Regen auf. Ich mache aber bis nächsten Morgen. Und ich warte jetzt ab, bis es nächsten Morgen dann wieder regnet. Na, nee, das kann nicht sein. Ich will nicht in der Nacht arbeiten. Ich will am Tag arbeiten. Damit die Zuseher auch ein bisschen was sehen. Ja, dann müssen wir ein bisschen warten. Ich spule das nochmal vor bis am Morgen, meine lieben Freunde. Nächsten Morgen, ganzen Tag schon. Vor allem ist die Sonne rausgekommen. War heute ein bisschen Nebel bei uns. Bei euch auch hoch, Achim, Nebel. Nein, bei uns hat der Morgen keine Sonne gescheint. Ja, wo wohnst du nochmal? Also. Richtung Stuttgart. Ah, okay, gar nicht so weit weg von mir. Ja, doch, schon ein paar Kilometer. So, Regen hat aufgehört.
Wir spulen vor bis am Morgen früh. Und dann kann ich spielen. Markus C. hat gestern wieder voll gemacht. Hat er rausgehauen. Ja, der hat ein reiches Konto. Aber ich habe gesagt, er soll ja alles raushauen für hier. Wenn er verliebt ist. Der Digi dreht durch, wenn er verliebt ist, du. Reicht, wenn er mich verliebt ist, das reicht schon. Also sind wir ja alle verliebt. Ja, ich weiß, ihr habt mir alle geliebt, ne? So, mal ein bisschen warten. Was haben wir denn? 22 Uhr. Sorry, ich muss vorspulen, sonst kann ich hier nicht arbeiten. Das ist ja nervig. Ruhe ich ein bisschen vor. Ich weiß gar nicht, wer eigentlich noch im Server jetzt heute noch drin ist. Ja. So, da. Musst du auf T drücken, dann siehst du, wer alles drin ist. Na da, David. T? Wie Thomas? Oder was? Ja, dann kannst du Chat schreiben. Nee, nicht D, oder? David Thomas. Muss nur auf normales Bild sein. Ja, ja. Ich habe geschrieben, spule vor, damit ich hier enden kann. Jetzt ist alles reif. Guck, jetzt haben wir Arbeit, Achim. Siehst du, alle Felder. 24, 25, 31, 32, 33, 34. Oh, das gibt Arbeit, Digi. Richtig erntereif hier. Das ist richtig erntereif, ne? Und ich habe David auch gerade geschrieben. Ja, der ist hier irgendwie gerade am Schütteln. Ja, das ist auch Teamspeak. Wir haben am Bund heute Nationalfeiertag. Die wussten nicht wissen, ne? Oh oh. Hole ich jetzt mal ein bisschen vor bis am Morgen. Dann kann man weitermachen. Ja, hallo? Pfui! Er spult schon wieder, pfui! Ja, das bin ich! Er spult schon wieder, pfui! Wo warst denn, David? Ja, ich war die ganze. In LS bin ich mal im Haus. Und in ETS bin ich gerade auf der Autobahn. Was? Du bist im Spiel vom LS19, ist dir schon aufgefallen, ne? Ja, das weiß ich. Ja. Das war ich mit Absicht, weil ich nichts mehr machen kann. Alles Mögliche ist abgeerntet bei mir auf meinem Hof. Ja, jetzt. Alles Mögliche ist gesät. Jetzt kannst also, ich kann nichts mehr machen bei jetzt mir. Kannst du. Ich hab's wohl. Du kannst gleich mit Abernte gehen. Jetzt hast du noch gleich Arbeit. Alles ist erntereif. Ja, jetzt bin ich aber gerade Richtung Bremen unterwegs mit einem Transformator hinter mir. Mhm. Mach du mal. Ich werde jetzt hier meinen Steam führen. Sind so nur 80 Kilometer nur noch. Also. Und fahr? Sind schon 1000 hinter mir. Ich brauche noch Hilfe. So sieht's aus, meine lieben Freunde. Heute kann ich wieder alles selber machen. Keiner kommt mir helfen. Das war eh wieder klar. Wer hat den kleinen... Komm doch rein, du kleiner... Stopp. Wer hat den Traktor versenkt im Wasser hinten? Mit dem Drescher keine hinten Ahnung. Dran? Den habe ich rausgezogen. Der war der Kleine dran, der kleine Traktor. Weiß nicht. Also ich war heute unten bei dir noch gar nicht. Ich weiß nicht, wer das geschafft hat wieder. Ey. Hat sich selbstständig gemacht, der Traktor, und ist ins Wasser gefahren, meine Lieben. So, 3 Uhr irgendwas, ich spule auf morgen vor, weil es geregnet hat. Dann wartest dein Hund. Nee. Der Hund ist ganz brav hier. Der schläft. Mein Hund sitzt in LS neben mir. Der schläft. Wuffi schläft, guck. In der Nacht schläft er. Kann ich ihn streichen? Ja, jetzt ist er wach. Bin fressi. Hast du geschlafen? Oh, der schläft eigentlich, wenn die Zeitspur aufschult. Ach so, okay. Jetzt schläft er. Guck. Oh, süß. Der ist ja müde, ne? Da kenne ich auch so einen. Der Tom ist auch so müde. Jetzt ist er wach. Der Tom ist immer müde. Na, Süßer? Oh, du bist ein Grauli, du. Weini. Weini, Josenscheiße, du. Digi. Das ist Digi, mein Hund. So, 5.33 Uhr. Und Tags. Futter ist weg. Dann tun wir gleich mal füllen. Der braucht ja immer Futter hier. So, hau rein, ne, Digi. So, es wird morgen. Jawohl. Tun wir auf. Bis es halt hell ist, ne? 6 Uhr. Ein bisschen vor auf 7 Uhr. Dann kann man hier. Du hättest auch einfach schlafen gehen können, das weißt du schon. Ja, hätte ich, oder? Wo? Wo ist das bei uns? Du musst zu deinem Haus gehen, zu deinem Farmhaus. Okay. Du musst ins Haus gehen und R drücken, dann kannst du vorspulen. Ja, derzeit habe ich den Kohl noch gemacht. So, jetzt kann ich wieder normale Zeit. Wir haben 7 Uhr.
Und dann fahre ich mal den Traktor hier rüber, wo ich da dresche. Ich hoffe, die Leute kommen hier mal ein bisschen dann helfen. So, los geht's. Oh, cool, mein Gras ist auch endlich mal gewachsen, meine. Ja, alles ist gewachsen. Ja, ich habe 3 Koppel mit Gras bepflanzt. Okay. So, wo fange ich an? Fange ich hier in der Mitte an? Ich fange hier in der Mitte an, komm. Hier nicht so genau, da kann ich dann das hier direkt füllen. Da fahre ich da so rein. Ups. Dann kann mein Helfer schon mal gleich. Wir grüßen ja auch die 5 Zuschauer beim XY-Druck aus. Hey, guck mal, bei Vorspulen ist das Ding ganz anders dran. Das darf nicht sein. Hast du gesehen? Hä? Ich gar nicht gesehen. Macht sich da manchmal selbstständig irgendwas, oder? Kann das sein? Was? Ja, mein Dresch habe ich normal hingestellt und jetzt ist er so schief beim Bau. Hä? Keine Ahnung. Das ist mir neu. Jetzt steht er hier so im Baum, guck. So ein Scheiß. Vielleicht, weil er in Schräge steht. Ich glaube, der ist zurückgerollt. Oder vielleicht hast du den Motor nicht ausgemacht. Nee. Ich habe sowas von. Weißt du? Nein. So. Ja, doch. Sobald der Motor, solange der Motor an ist, rollen die Fahrzeuge oder rutschen sie weg, weil die Handbremse nicht angezogen ist. Wieso? Der Motor ist nicht an, weil ich habe einfach ausgehängt. Weiß ich auch nicht. Ich habe ja ausgehängt. So, jetzt muss ich halt es hier. Es kann auch sein, muss praxisch. Muss ich ja schon wieder meinen Drescher rausholen. Na, kannst du helfen? Komm. Ups, jetzt habe ich falschen Knopf gedrückt. Ich pfeife. Besser, ich hole den Häcksler raus und häcksel dein Feld einfach weg. Ich brauche eher. Weil ich habe noch einen Hänger, ein Gerät gekauft, womit ich deinen Weizen, all möglich, was du da gepflanzt hast, einfach weghäckseln kann. Ich brauche einfach hier Hänger und Hilfe, damit ich hier. Du kannst Hänger mir helfen beim Abdreschen. Ja, kann ich dir besorgen, wenn es schon das ist. Kannst mir helfen beim Abdreschen, wenn du willst. So. Ja, du hast gesagt, du brauchst einen Hänger, also bring ich dir nur Hänger. Ja, ich habe einen Hänger jetzt hier, aber ich brauche nochmal einen zweiten an. Du kannst ja dann abfahren, also wenn du willst. So. Hänge ich erstmal das Teil rein mit dem Glas, ne? Damit. Ah, schon ein schönes DLC, muss ich sagen. Hätte ich mir eigentlich so nicht erwartet, dass das wirklich so gut ist. Oder halt mir gefällt, ne? So, zack, eingehängt. Ne? Ich fange hier an, da unten, da, komm. Fangen wir einfach da an, da unten. Achso. Ich muss erstmal den Drescher ausfahren, sonst geht er nicht, ne? Aufmachen. Doch, geht schon, aber. Denn dann fährst du nur koppelplatt. Randalleuchte an. Ja, das bist du, die Randalleuchte. Ja, haben sie schon gut gemacht, den Glas, muss ich ehrlich sagen, ne? Wenn man den einschaltet, ne? Richtig gut gemacht, ne? So, hinten haut das natürlich so rein Messing, ne? Schön, dann können wir wieder arbeiten hier. Sehr schön, Achim, oder? Ja, ich gebe dir mal einen Tipp, geh mal an dein Handy ran. Ich glaube, dein Handy vibriert. Wieso? Du machst. Ja, stimmt, da vibriert was. Na, das ist die Waschmaschine draußen, ne? Hört die? Ich höre die ganze Zeit immer nur so gleich das Brrr. Was hörst du? Beim Mikrofon? So ein ganz leichtes Brrr. Durchs Mikro. Durchs Mikro? Durchs Mikro. Entweder wackelst du mit dem Bein? Durchs Mikro? Gegen den Tisch oder so? Nee. Entweder wackelst du mit dem Bein? Durchs Mikro? Ist alles gut. Sei mal ruhig. Da wackelst du mit dem Bein? Durchs Mikro? Ist alles gut. Was hörst du bitte? Ton, ist alles gut. Wie kommt ihr da drauf? Egal. Ist denn das? Jetzt ist es weg, keine Ahnung. Hä? Ein Drescher, aber eine Waschmaschine läuft auch noch, aber die hört man nicht. Ich habe die Tür zugemacht drüben, ich habe so eine Schiebetür hin. Ja, hat Ding vielleicht gerade geschleudert? Weil dann hört man auch durch die Schiebetür. Nein, wenn ich die zumache, hörst du nichts. Weil das Mikrofon habe ich nochmal so. So, jetzt dresche ich das Zeug ab und zwar Sojabohnen hier. Wir haben Sojabohnen und Raps. Ich hoffe, die Digis kommen ein bisschen helfen dann. Ich war sogar schon am. Ups, jetzt habe ich einen Vorhang gehabt. Und ist gut, oder, Achim? War ich sogar am Überlegen vorhin. Du machst das super. Falls der
Tom nicht da ist oder nicht kommt, einfach so frech zu seinen Meinerhänger hinzustellen, meinen Drescher dahin zu fahren und seine Scheiße einfach abzuernten und zu verkaufen für mich. Mm-mm. Bei mir rein. Nö, das hätte ich jetzt für mich selbst verkauft. Kriegst du dann Glas? So, das da drüben ist, glaube ich, Raps, gell? Da muss ich aufpassen. Richtig? Naja, solange du eine Sorte ernst ist, ernst oder? Du eine Sorte. Das ist Raps da drüben, ne? Aufpassen, da doch. Das ist Raps. Siehst du, das ist Raps. Das ist Raps hier. Weil es tut mal ein bisschen abernten. Andere kann dann auch der Markus noch helfen. Die anderen. Das sieht nicht nach Raps aus meiner Meinung. Doch, das ist Raps. Ja, es ist Raps. Wir haben Sojabohnen-Raps. Ich habe ja gerade, bin ja gerade hingefahren. Ah, stimmt. Ich habe mich gerade an Weizen gehalten. Mhm. Siehst ja auch die. Jetzt geht's wieder nicht. Jetzt haben wir wieder hier einen kleinen Fehler. Ja, alles gut. Ich hatte gerade eine Weizenpflanze im Kopf als Raps. Egal. Geht's wieder? Ja, es ist so ein bisschen manchmal ein bisschen verbuggt eigentlich, wenn man dann. So, ich habe mich richtig gefreut, gestern eigentlich fast 8 Stunden, ne, Achim, LS19. Ja, das weiß ich. Mhm. Und dann haben wir noch 3 Stunden, wir haben Blackout, hilf mir. Was haben wir denn noch gespielt? Fishing Planet, genau. Die stinkenden Fische hast du geangelt. Fishing Planet auch noch gespielt. Und seine stinkenden Schuhe aus dem Wasser. Also, liebe Zuschauer von XY.Ausland, er macht halt wieder 8 Stunden. Ja, wirklich schon lang, glaube ich. Also, bin halbwegs fit, bis jetzt noch. Und also, ich wollte heute eigentlich auch streamen, aber wenn der Tom streamen will, dann kann ich das ja eigentlich gleich vergessen. Ja, wieso? Ja. Weil dann habe ich 6 Stunden lang nur Zuschauer. Bist ja bei mir, ne? Ja, bist ja bei. Ja, die kommen schon, du musst halt immer streamen. Es kommen halt andere bei dir. Nee, ich habe jetzt auch noch 4 Zuseher und mir noch einen dazu, ne? Also. Ja, das dauert, das kommt bald. Die sind alle am. Keine Ahnung. Kommt bald, das sag ich mir seit 2 Jahren. Wohin der Party, Mann? Nicht einfach. Streamen denen, wo es gefällt, kommen rein. Apropos, und dann haben wir ein bisschen Spaß. Wie gefällt dir deine neue Einfahrt? Schön, ja. Hast du gemacht? Hast du ein bisschen weggemacht? Hab's doch keine gesehen, hast richtig? Breiter gemacht. Ja, ich sehr gut. Sehr gut, ja. Lass mal so, ne? Bin ich sonst dreifach so breit. Ja, die Büsche sind ein bisschen blöde, wenn man da hinfährt, dann kommen die grafisch so auf einmal aufs Bild und so, weißt du, so tück, 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 tück. Das ist aber bei allen so, auch bei den Bäumen. Es sieht ja schön aus eigentlich, aber mal gucken. Oh, da ist noch ein bisschen Raps drin, warum das? Hä? Guck, das nimmt er gar nicht, guck. Schon, dann hat er einen Fehler, siehst du, da ist der Fehler, oder? Wegen dem Raps, ne? Ja, das ne? ist wahrscheinlich durch irgendjemanden, der gewendet hat da. Der da hier seinem Ernter ich glaube, das ist sogar das Feld, was Redix falsch angeersehnt hat, kann das sein? Ja, der hat einmal falsch und das hat er wieder und dann. So, jetzt geht's nicht, ne? Jetzt hat er hier wieder einen Bug, so nochmal hochmachen. Ja, jetzt geht's wieder. Das ist halt, dann musst du brauchst den Hänger leeren, dann kannst du anders abernten. Ja. Ja, wenn du willst, kannst du mal ein bisschen mit dem Dreschen helfen hier auf meinem Feld, gleiche Feld. Können wir ein bisschen fahren? Also ich kann dir nur sagen, mein Hänger steht da schon, mein Drescher. Ja, ja, du kannst heute einen Drescher nehmen. Hast du Lohnerstatus? Weiß ich nicht, ich glaube ja. Soll ich die geben? Ja, ich hab sogar noch. Hast du? Beiden Höfe habe ich sogar noch. Was? Hast du einen Trecker oder so am Feld stehen? Ja, was du hast? Ja, okay, den hab ich. Ja, nimmst du einen Drescher, ne? Da heißt noch einer, ein Glas, glaube ich, oder? Mit ja, ich hab einen Tukan. Ja, hinten ist noch einer und ein Mähwerk haben wir doch auch, ne? Also ein Drescher. Nee, so großen Klaas mag ich nicht. Wenn, dann mag ich einen großen New Holland oder einen kleinen Klaas, weil ich habe den Klaas Tucano. Bist du New Holland nehmen? Aber ich weiß nicht, ob du den wegnehmen kannst, den Drescher. Geht's? Haben wir noch? Guck du mal. Nee, das ist hier Markus seiner, aber ich habe selber einen. Okay, komm nur mit deinem. Ich habe selber einen Klaas. Ja, da kannst du ein bisschen helfen. Einen. Wir können auch dann besamen hier gleich wieder. Wenn wir ein Feld haben, kann man eigentlich eins schon besamen wieder oder wir warten. Wir könnten natürlich auch einen großen kaufen. Ja, Geld hast du ja noch? Ja, 1 Million. Und dann mein Silo rein oder du kannst schon ein bisschen verkaufen gehen oder so, wenn du willst, für mich. Dann kriegst du halt ein bisschen was, oder? Stimmt, bald habe ich ja viel, haben wir vielleicht mal ein paar Leute mehr auf dem Server bald, vielleicht. Weil du hattest Tom ja irgendwie gestern oder vorgestern einen, der mitzocken wollte. Ja, der meldet sich dann.
Und Dani vielleicht irgendwann auch mal. Wenn sie bei mir ist, stelle ich ihr das ein. Und ja, dann kann ich ja meine Sachen trotzdem hier erstmal stehen lassen. Hm. Ah, jetzt einfach ein bisschen arbeiten hier gemütlich. Ja, kein Stress hier. Abernten und einen Stream machen für euch und. So, P. Ne, Achim? Ja. Ich hau die dann so einen Hänger rein gleich. Könnt auch wir die sind rot, der XY-Druck, außer damit er gesund ist. Ja, halbwegs, ja. Also es geht eigentlich wieder. Ich habe jetzt wieder die Kraft. Ja, ist zum Kotzen, ne? Krank sein. Naja, also so prickelnd finde ich den Klaas irgendwie nicht, den riesen Klaas. Ich finde den schönen Klaas. Ganz ehrlich, wenn du den Klaas hast, dann nehme ich jetzt das andere Ding. Nimm auch den Klaas. Kannst du noch den Drescher nehmen hier? Nee, ich hab gerade, den brauche ich heute Abend nur halt wieder Kohle. Ich finde ihn schön. Ja, den kleinen bin ich auch schon, den großen, naja, geht so. Das haben wir ja mal gekauft. Ja, hab ich den großen, ich weiß es gar nicht. Ja klar. Ja, du hast den ganz großen. Aus den großen. Ruckelt ein bisschen, was war? Hast du wieder was gekauft? Ich hab was gekauft. Ich hab meinen Lieblingsdrescher gekauft. Mhm. Abholzen tue ich dann später auch noch mal ein bisschen. Da brauche ich noch mal dann ein LKW oder so, wo ich das Holz rein tue. Da muss ich gucken. Kannst du nichts nehmen, das steht da sogar noch. Oh, steht da noch, gell? Oder? Echt? Weiß ich gar nicht. Nee, der steht nicht mehr da, ich sehe ihn nicht mehr. Müsste eigentlich da noch stehen. Hier läuft gut, Achim, oder? Ja. Alles gut. So, ich hab nicht auf Full HD. Ich dachte, was ist denn da für ein Bild? So. Jetzt sieht's gut aus, jawohl. Ich bin eigentlich mit 8500 draußen. Das jetzt mal reicht mir gemessen. Ach, ich hab sogar noch 1 Million. Hm? Ich hatte eben 1 Million, jetzt habe ich trotzdem noch 1 Million, obwohl ich eine Sache für 500.000 gekauft habe. Egal. Randalleuchten sind an? Ja, meine. Meine Randalleuchte ist an. Randale um Rosi. Ja, aber voll. Eigentlich der Drescher ist zu breit für die Straße. Doch, ist er. Läuft. Sonst schön zu spielen, ne? LS19. Mir macht es eigentlich derzeit Spaß so. Ich bin froh, wenn ich so abernten kann. Ein bisschen holzen kann ich auch. Das habe ich jetzt auch schon gelernt. Diese Baumstämme abfräsen ist auch ganz lustig. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Sieht trotzdem ziemlich anfängermäßig aus bei dir. Holz. Ja, ich kann es ja noch nicht. Habe nicht so viel gemacht? Nee, ich hab's ja ganz gut gemacht. Muss noch ein bisschen reinkommen. Für den Anfänger geht das. Tom, du landest auch noch. Nein, nein, das mit dem Greifen. Ich wusste ja nicht X oder B oder und das weiß ich ja jetzt alles. Am Anfang wusste ich es ja nicht. Na, das habe ich ganz gut gemacht, muss ich sagen. Und vor allen Dingen mit dem Baumstein fallen lassen. Das sollte ich aufhören. Ich habe den Baumstein nicht fallen lassen. Dixie hat den weggeschmissen wie. Ich weiß nicht, wer von euch den weggeschmissen hat. Ich habe nichts umfallen lassen. Auf jeden Fall einer von euch hat ihn weggeschmissen. Ja, ja, der Rix hat irgendwas gemacht und dann fliegt er so. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. War da das was nicht angesehen? Hm? Da, hat jemand ein Dreieck auf Feld 30 nicht gesehen. Das auf Stück nicht gesehen. So, so. Ein Teil, oder wie? Ein Stück? Mhm. Oi. Egal. Ah, da kommt er. Ah, hast du den New Holland genommen? Ja, das Ding, was ich auch ein Wheel fahre. Hm. Ne, dieses Bug ist, wenn da das Raps ist, dann checkt er das irgendwie nicht hier. Da. So, jetzt ist es gegangen, ne? Nein, auch nicht. Guck. Hä, kompletter Fehler, guck. Weil da noch Raps dabei ist. Richtig? Nee, Raps kann er nicht ernten. Wenn er kann. Das ist auch ein Wieso. Wenn du eine Sorte erntest, kannst du auch nur eine Sorte ernten. Wenn du denn noch eine zweite Sorte drin hast, verstopft der Drescher. Stimmt, ja, und das ist das Problem, guck. Und, im Game haben sie es so gelöst, wenn da noch eine andere Set auf dem Feld ist, drischt er das nämlich erst gar nicht. Scheiße, Mann. Das, was denn in der Nähe ist. Wir weil das denn als Raps erkennen. Hat denn das gemacht hier wieder? Das ist so viel. Jetzt geht's wieder. Wir hatten das gemacht hier. Redix vielleicht versehen ihr auf Raps. Ja, erzähl, versehen ihr auf. Willst du es Raps oder willst du bei mir her? Dann wirst du gleich sehen.
Guck, aber da ist kein Raps, ne? Da konnte ich, guck mal, ob ich das hier ein bisschen wegnehmen kann. Ja, jetzt geht's von der Seite. Ja, weil das Raps nicht berührt hast. Ja, da ist Raps, guck. Probier du mal. Der Seite. Ja, nochmal. Ah, der New Holland, den finde ich auch gut. Das ging, guck mal, wie weit du kommst. Ich probiere das Teil noch wegzumachen. Ich habe keinen Zugang zu diesem Land. Das ist Markus. Ah, scheiße. Dann musst du auf Feld 43, den kannst du, den nächsten, ja, Raps kannst du. Dann ernt mal Raps ab. Warte, ich sag dir, warte, ja, ja, genau. 43, 33, 230, 42, 55 ist meins, 57, 62, 63, 44, 56 ist Markus seins. Man muss hier Dialona-Status geben. Ist er da? Geht's nicht, ne? Da will er nicht. Ja, jetzt nimmt das. Das ist, weil da noch ein bisschen Raps ist. Irgendwo hat Radix den Scheiß gebaut. So, der David macht das Raps weg. Das machst du dann in den eigenen Hängen, ne? Und dann bei uns rein in den Silo, bei mir auf dem Hof. Sicher? Mhm. Ich bin nicht so sicher. Ich mache das Soja. Vielleicht hat mein Lager ja Hunger auf Raps. Ich mach Soja und du machst es Raps dabei mal. Eigentlich fährt man eigentlich auf der Seite, da sieht man es besser, von, dass man auf die linke Seite guckt, ne? Eigentlich. Weil rechts sind ja diese Monitore als von Glas drin, ne? Naja, das. Also in Will auch nicht, da fahren sie. Egal, links oder rechts. Ja, echt? Ja. Siehst du halt fast nicht. Also in Wiel ständig die Monitore drin. Ja, ich meine, guck ja mal hier. Da guckst du drüber. Ja. Kann man die Sitz verstellen hier? Nee. Nein, aber die Sache ist, du weißt circa, wo das Ende des Schneidwerk in Wiel. Und du siehst zwar die Haspel. Genau da, wo das Ende der Haspel ist, da ist auch das Ende deines Schneidwerks. Dadurch können die Leute das so gut einschätzen. Ja, bin ja dran, von innen jetzt mal so zu fahren, zu gucken, wie es aussieht. Und lieber sagen die meisten, lassen sie ein Stück von deinem Schneidwerk außen fahren, was nicht in der im Ernte drin ist, weil sie dann sicher gehen, dass nichts in die andere Richtung geht, dass nichts übrig bleibt. Guck, links ist gut. Da ist nur der Spiegel, da sehe ich es gut, ne? Mit links, ne? Achim, siehst du? So, wenn ich hier fahre, so. Ja. Siehst du? Und rechts ist halt ein bisschen der, ja, nicht das GPS ist bei New Holland oder so. Anders. Ja, bei New Holland ist anders wie immer Klass. In New Holland ging es links noch. Und der andere, der hängt so, ja. Genau. Ja. Trotzdem links, aber dann kannst du trotzdem alles gut sehen. Bloß die Laternen sind hier scheiße. Na, es geht. Andere Dixe. Ich fahre permanent mit dem Schneidwächer dagegen und fahre mich fest. Kann ich alle wegmachen, wenn ich. Bin schon wieder hängen geblieben. Nein, normal nicht. Das Gute ist super vorbei. Oh! Was ist jetzt hier los da hinten? Wieso nimmt er mir jetzt die nicht an? Ja, komm. Ist laut genug vom Drescher drin, Achim? Ja. Geht. Ja, vom Drescher drin ist die Lautstärke so immer leiser. Weil es alles gedämpft ist in allem. Aber das. Da solltest du nichts dran lauter schrauben, weil das dann unrealistisch ist. Ein bisschen lauter hier machen. Was ist normal, auch wenn es lauter schreibt? 30 habe ich. Leiser sein. Lautstärke gesamt. Drin. Oh, mal 40, ne? So, jetzt habe ich ein bisschen lauter gemacht. Machen wir mal 40%. Gesamtlautstärke. So. Hier ist auch weit, hier ist auch eine andere Sache mit drin. Soja. Was? Bei mir. Das kann nicht sein. Radixe gemacht. Also ich habe immer richtig, ich habe Raps und Soja. Also erst Soja und dann Raps noch. Vielleicht Radixe beim. Hat einen Fehler gemacht, einmal glaube ich, versehentlich. Einmal? Bis jetzt sind das schon drei. Ja. Und an der Ecke bei mir, da ist auch mal Soja. Das hole ich nachher noch.
Du kannst ja das Raps vorne noch abdreschen hier, wo bei mir noch am Stück dann. Sonst, egal eigentlich, das überfahren wir eigentlich dann. Ja, vielleicht heute noch ETS, dann mit dem Achim ein bisschen um 20 Uhr, ein bisschen Konvoi. Wo fährt er denn hin? Ja, da habe ich gesehen, lesen, Deutschland, Köln. Ja, wir fahren da ein bisschen Deutschland. Nur Deutschland? Ja, wo war es Deutschland? Ab Dortmund bis Kiel. Und in Kiel endet. Ja. Ist ja nicht weit, oder? Nö. Sind höchstens 600 Kilometer oder 700. Das war's. So kurz? Ja. Weißt du, ich werde so Baltiksee hoch oder irgendwas? Also wir müssen auch an unsere Fahrer dran denken. Die haben nicht alle Mods. Ja, das ist ja selber schuld. Die Tests muss man alles haben. Dann ist man der King. Und sonst muss man so jemanden wie Markus haben, der einem sowas spendiert. Richtig. Wir ernten ab, ja, das wird knapp. Die Sojabohnen sind reif und das Raps ein Scheiß. Deutsches Raps, meine lieben Freunde. Und wir sind auf dem Server Arcade. Was? Ah ja, Arcade, ja. No Collision, oder wie? Ja. Doch Müll. So, ich bin voll. Ich kann abladen. Liebe Zuschauer, Entschuldigung, der Tom hat nichts getrunken. Nein, ich bin voll. Hier bin ich voll, ne? Ja, der Tom ist voll. Hacke voll. Hacke voll. In der Nacht. Und? Nein, Tom, das habe ich nur gerade dazu sagen müssen. Ah! Jawohl, rein die Suppe, ne? Erstmal vorne, dann hinten. Rein die Sojabohnen! Randale! Bum Rosi! Feier! Das singen die Russen, wenn sie in den Krieg ziehen. Von Scooter? Feier? Ja. Hat mir jemanden schon ein Video gezeigt, der Russe ist. Damit trainiert die russische Armee zum Abschießen von ihren Raketen und allem, den Luftabwehrfahrzeugen. Die schießen dann, wenn dieses Feuer kommt. Finde ich vor allen Dingen, wenn die, wie die da sitzen am Steuer und dieses Lied hören und erstmal den Kopf wackeln die ganze Zeit, während sie mit dem Auge auf den Bildschirm gucken. Ob da irgendwelche Flugzeuge am Himmel sind. Sieht richtig komisch aus. Super, David, hilf mir wenigstens. Die anderen weiß ich wohl nicht, wo die sind. Hm? Kein Martin Kühn, kein Markus C., kein. Eure Dix ist am Essen, ne? Der ist groß. Ist viel Essen. Groß und stark. Täglich 30 Kilo. Boah, hör auf. Heute habe ich das erste Mal in der Currywurst mit Pommes gegessen. Das erste Mal? Ja, nach drei Jahren, wo ich halt krank war, seit einer Woche wieder. So, ich habe gerade in deinem ganzen Leben, Alter. Dann hättest du aber ziemlich was verpasst. Dann hätte ich Bock auf so ein Hamburger Royal DS hier und McDonalds. Hauptsache kein Veggie-Burger. Ein Veggie-Burger. Das ist auch nicht schlecht. Der Schatz hat jetzt schon Veggie-Burger gemacht. Mit Zwiebeln so, ein bisschen Käse und der Burger, also war richtig lecker. Die meisten vegetarischen Burger sind in Deutschland mittlerweile wieder weg, weil die richtig unbeliebt waren. Und die meisten Angestellten, die nicht machen konnten, weil sie zu dumm dazu waren. Das ist nicht schlecht, finde ich. Deswegen gibt es nur einen vegetarischen Burger in Deutschland oder zwei. Den Rest können die Angestellten nicht machen, weil sie nicht wissen wie. Okay. Dabei haben sie schon eine Anleitung, wie man einen Burger macht. Und die ist ganz leicht. Da ist eine Brötchenhälfte und noch eine Brötchenhälfte drauf. Auf der nächsten Seite ist ein Brötchen drauf, wo du dann die Frikadelle in der Hand hast. Und dann das eine schöne passiert, dass du die in die Bratpfanne haust, die braten musst. Da wird alles
in Bildern gezeigt, wie du das machen musst. Damit du auch ja keinen Fehler machst. Bist du von McDonald's oder was? Genau. Da steht sogar drauf, wie lange du die Ketchup-Tube drücken musst, um gleich viel Ketchup und Mayo raufzukriegen. Mhm. Also ich finde sowas nicht gute Arbeit. Also gestern hat es jedenfalls gut gebissen in Alaska. Mhm. In Glennet. Bas, du hast richtig reingerappelt, ne? Ich weiß nicht, war Achim noch da? Ich glaube nicht mehr. Warst du noch da beim Fischchen, Glenn? Achim? Ja, ich habe mal kurz reingeguckt. Hm, Mahlzeit, ne? Was haust du dir rein? Brezel. Was? Brezel? Brezel? Ne, Brezel. Brezel? Brezel. Brezel, hören dir. Achim haut sich einen Brezel in die Birne. Und das schmeckt so gut. Brezel mit Butter oder nur normal? Normal. Hau rein, gönn dir, Mahlzeit. Vor allem bei uns gibt es immer noch einen Laden, der verkauft ja, ihr kennt ja diese Schokoküsse. Ja. Die hieß ja damals Negerküsse. Ja. Ja. Jetzt darf das ja angeblich nicht mehr so genannt werden, weil es ist ja Beleidigung für die Neger. Mhm. Total bescheuert, ja. Sehe ich auch so. Und denn ein paar Läden dürfen es immer noch als Negerküsse verkaufen. Dann gehe ich in den Laden rein, hol mir die und dann steht ein Schwarzer hinter mir und sagt, du bist Rassist. Mhm. Ey, bringst du mir Negerküsse, Neger? Da habe ich gesagt, ja, viel Spaß. Ich kann es dann zurück in dein Land gehen, wenn ich Rassist bin, weil dann schiebe ich dich weg. Also brauche ich bei mir nicht anfangen. Habe ich gesagt, ja gut, dann weiß ich, wen ich aus meiner Verbotsliste schreibe. Warum? Ja, wenn du jemals bei mir Essen bestellen solltest, gebe ich dir kein Essen. Ah ja. Ach, da habe ich noch ein bisschen stehen lassen. War auch wieder. Warum? Ja geil, ich kann Raps nicht mehr ernten. Liebe Zuschauer vom XY-Druck auszuhören, ich glaube, der braucht der Augenarzttermin. Nee, das ist von innen. Ich guck von innen und... Tom, ich will nichts sagen, aber die Sojabohnen sind so geil angepflanzt. Ich kann beim Feld, ich fahre zwar drüber, aber es passiert nichts. Muss noch mal rauf tun, von der anderen Seite anfahren, das ist ein bisschen backt, dann geht's. Zum Raps. Hatte ich auch, muss hoch, dann wieder runtersetzen und dann geht's von der anderen Seite eher fahren. Also die Hälfte des Feldes kann ich nicht ernten. Was? Weil da so Hälfte, so die Hälfte Dings drin ist bei mir. Immer so einzelne Pflanzen nur. Echt? Das hat mir. Ja, das ist da von Redix her. Fahr einfach mal rüber, so was geht. Das andere hauen wir nochmal so runter. Hälfte die gleich. Bei, das bei Feld 43, genau das halbe Feld. Genau zwischen der 43 ist es. Dann ja, da hat der Redix, ich sag ihm noch Raps und dann hat er wieder. Weil dann du ist er nochmal. Die Pflanzen gar nicht. Nur wenn du durchgehst, siehst du die Pflanzen. Das ist das Komische. Ja, warte, ich komm gleich. Richtig komisch. Mhm. So, als erstes siehst du auf jeden Fall, wenn du durchfährst, das ist eine richtige Reihe, siehst du da. Nur kleine. Ja, da hat Redix noch mal zweite Mal durch. Ich glaube, das war da. Ich bin mir nicht sicher, oder? Redix, du bist schuld. Ich hab's dir gesagt. Wo hast du Ding? Das guckt man an, sonst fahren wir das Feld einfach um hier. Wo war das bei dir her? Meine rechte Seite jetzt. Vom hier in dem Stück hier, oder? Da, wo die Reihe ist. Bis zur Mitte des Feldes. Ja, da hat er Scheiße gebaut hier, da hat er. Und mitten im Feld sind auch nur so. Aber da ist doch, Dammut, das ist aber Raps hier. Ja, das weiß ich, kann ich trotzdem nicht ernten, weil es in der Nähe von deiner Pflanze ist. Ja. Da ist auch noch ein bisschen so, ja. Oh Mann, ey. Einmal mit Profis hier, du, ne? Dazu sag ich jetzt mal nichts. Weil die meisten Leute jetzt sowieso wissen, was ich sage. Jetzt hört man das mal ab. Oh, jetzt geht's bei mir auch wieder nicht. Alter. Du musst B einmal ausschalten und sonst fährst du halt von der anderen Seite an. Einmal B ausschalten und dann wieder runterlassen. Und dann geht's wieder. Hast du gesehen?
Hängt da. Du musst einmal hochmachen, B ausschalten, den Drescher. Und dann geht's wieder. Bei mir jetzt gerade auch gewesen. Da-da-di. Und wenn du irgendwelche Häuser auf der Fläche haben willst, fragst du am besten Martin. Ich mach das dann schon. Kenn mich schon aus. Aber. Sicher? Ja. Nicht, dass das... Nee, ich sag das jetzt. Nein, nein. Alles gut. Weil sieht ein bisschen kalt aus, die Stelle. Ja, ich weiß, ja. Mhm. Machen wir mal jetzt die Felder, dann helfe ich dir noch schnell beim Raps dahin. Nee, also ich mache die zwei Felder, wo Markus noch die Felder sind, ne, eigentlich. Also diese 56, 44. Das andere kann ich dir dann helfen. Musst du mal, wenn es nicht geht, musst du einmal hoch, ne? B ausschalten. Ja, ich mache gerade erst noch 33, weil die ist also gleich abbrandet. Genau. Kriegen wir schon her, die geht, kein Ding. Und sonst fahren wir einfach drüber, muss nicht so genau sein. Das ist jetzt nicht hier irgendwie. Ne? Dann ist es halt so, ne? Man muss ja hier aufpassen, dann kommst du halt auf eine Taste, dann haust du Z-Taste, dann haust du vor allem hier Raps nochmal rein, statt Soja. Ne? Da muss man echt aufpassen. Oder am besten die Z-Taste abkleben. Oder gar nicht erst anfassen. Oder erst gar nicht in den Server reinkommen. Scheiße, Burn hier! Oder den Tom nicht mehr ausreden lassen, sondern immer schön auf die Fresse schauen. Ja, voll hin. Und den Stream immer in der Fishing Planet haut, immer schön Dislike reinkloppen. Mit diesen Aggressivitäten hier. Mal gucken, wie viele Dislikes er hat auf seinem. Auf seinem. Wer? Na, du auf deinem Fishing Planet. Hm. War doch super alles, hat doch gut gespielt, gutes Stream gemacht. Und trotzdem irgendwann abgehauen. Und trotzdem, ja, ich dann war ich wirklich müde. Ich habe den Fernseher geguckt, bis um 4 Uhr morgen war ich wach. Hab Fernsehen geguckt, hab relaxed, hab wieder ein bisschen eingepennt. Hab wieder Fernsehen geguckt. 48 Aufrufe hast du? Mhm. 48. 20 Likes, 10 Dislikes. Mhm. 10! Ja, da sind ein paar Fans. Einfach nichts sagen hier im Stream. Und für das hatte ich ja noch nie. Kann ich auch rausmachen. Bist du? Tom? Hm? Die Daumen nach oben wie nach unten zählt gleich viel. Zählt alles. Nee, durch das neue Ranking-System von YouTube nicht mehr. Ich habe meinen Karma heute schon aufgefrischt, war an Fischen noch ein bisschen und dann habe ich gesehen, dass eine zwei ältere Boot gestartet haben und nicht klargekommen sind. Da habe ich, das Boot, weil das Boot, das wissen viele nicht, du musst bei diesen Booten, wo du vorne Gas gibst, musst du, das ist schwierig zu erklären, das ist ein Hebel vor und zurück, aber wenn du einen Leergang willst, musst du unten randrücken, den roten Knopf rausziehen und vordrücken, dann ist das Standgas. Dann gehst du nicht vor und nicht zurück. Und dann musst du pumpen und dann musst du erst ziehen, bam. Und ich habe ihn dann angekriegt, weil der hätte es nie angekriegt. Das geht ohne dem nicht, ne? Also du musst das rausziehen und vortun, dann bist du Leergang drin, dann hast du Power. Hinten kannst du das nicht Gas geben. Und dann, wenn der läuft, kannst du Leergang gehen. Und wenn du dann vorfahren willst, musst du den Knopf, den roten, drücken und dann geht es ein bisschen schwer und dann ist vor und das andere ist zurück. Und ich habe das gleich gesehen, ne? War grad, zufälligerweise war ich gerade im Hafen fischen, der wäre nie rausgekommen, hätte nie zum Starten bekommen, nie. Oh, ich weiß gar nicht, der Alte, der ums Boot gehört, der hat, ich weiß gar nicht, wie der das gestartet hat, der wusste es gar nicht. Dann sage ich, wie hast du sonst gestartet? Ich war nicht viel auf dem Boot. Dann habe ich ihn den Motor noch eingestellt, weil der zu weit hinten unten war. Nee, ich weiß es auch nicht. Du musst es so. Im Sommer geht es vielleicht schon ohne dem, aber du musst Standgas vorne und das wissen viele nicht, dass du das so reinmachen musst. Also wenn du, das ist ein Hebel, ich zeig das mal dann irgendwann mal. Ich lenke ja hinten und starte ja hinten. Ne? Aber wenn du dann vorne das hast mit dem Gas und Lenken und der Motor ist hinten, musst du das Ding hochziehen, rausdrücken, ein bisschen, es ist so ein halb Zentimeter draußen oder ein paar Millimeter. Und dann hast du Leergang, den Standgas. Und dann noch vor, dann, dass er dann nicht vor, wenn du startest, ja. Ohne dem geht's nicht. Und ich weiß es ja und deshalb habe ich es dann herbekommen. Ne?
Ich habe ja gesehen, wie er gezogen hat. Ich kann dir nicht zugucken, habe ich gesagt. Ich komme, ich arbeite hier bei einer Firma. Ah, okay. Dankeschön, da bin ich hingefahren. Dann hat er mein Boot losgelassen. Gott sei Dank ist der Boot noch da. Oh, ich habe dein Boot nicht mehr gehalten. Ja, passt schon. Habe ich es mit dem Holz, habe ich es gut. Im Hafen drin. Hätte man eigentlich filmen sollen, war ganz lustig. Ja, wird das Karma aufgefrischt. Ach, krieg ein bisschen Trinkgeld oder so, ne? 5 Euro? Hätte schon springen können. Also er, sein Kollege, fährt rüber zum Raustun und ich hab's nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, wir könnten das Boot, ja wir, okay. Boot haben, aber nicht wissen, wie man startet, ne? Läuft. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätte sie nie anbekommen, eigentlich. Das einzige Boot, was ich bis jetzt hatte, ist ein Schlauchboot. Und der Witz ist ja, ich bin ja normalerweise in dem Hafen, gehe ich gar nicht werfen. Ich habe aber ein Hecht gefangen, gell, apropos. Einer gewiss da drin. Ein kleiner, so 50er. Und ich bin eigentlich mal dort reingegangen, ne? Alter, danke. Ach, sogar Wälzen. Karma, Karma. Da hat sich ein Bruder beinahe auch noch reingegangen. Ein kleiner Ding. Ich und meine Frau, wir haben unsere Kammer nee, halt aufgefrischt. Wir sind Spende. Froh, der kleine Tom wieder da. Schon wieder so wieder gefunden. Alter, Harry, danke schön für den Euro. Karma. Das schreibt man mit K-A-R-M-A. Karma. Das ist Karma, buddhistisch, ne? Dankeschön, Achim, für den Euro. Bitteschön. Karma. Ich hab's echt aufgefrischt halt. Ja, ich bin im Reinen mit allen. Ja, meine Frau auch. Ich bin mit Herrgott im Reinen, ich bin mit Karma im Reinen, ich bin mit mir selber im Reinen. Du wieder da bist, Klein Tom. Ja, Klein Tom. Klein Tom, Klein Tom. Klein Tom. Ah, jetzt geht's sich gerade nicht aus, ne? So, meins habe ich hier gleich mal fertig. Dann ich habe bereits ein Feld fertig. Sehr gut. Ich mache bereits, jetzt mal 33 bereits fertig, 44 ist auch halb fertig. Sehr gut. Dann können wir das ja dann wieder besamen, ne? Tun wir auch gerne. Du tust das. Ja, sehr. Samen. So. Dass ich das jetzt stehen lassen habe, keine Ahnung. Wäre auch egal, hätte ich drüber fahren können. Und ist gegangen da drüben nachher noch, David? Ja, das Stück? Aber ja, kaum sprichst du es an, geht's nicht mehr. Scheibe. Echt? Jetzt geht's wieder. So, also ja, das, was jetzt rechts von mir ist, von meinem Drescher, das kann ich nicht ernten, weil da, ja, Soja mit drin ist. Ja, das war Redix, der hat den Scheiß gebaut da drin. Er hat reingehauen, ist nochmal zurückgefahren, hat es nochmal ernten müssen. So, ich habe eigentlich dieses Feld fertig. Dann mache ich noch das andere Feld gleich, ne? Erstmal hier den Scheiß in den Hänger rein. Weil dann kann ich dir noch helfen, weil das sind dann meine Felder. Alter, zu knapp, ist so voll. Echt zu blöde, ne? Also sag ich mir nichts. Ja, ich unterschätze dieses Rohr immer. Das ist so lang. Nicht so Chuckbomb mit Nahkampfstachel, 0,3 mm. Nicht so wie deiner. Ja. Alter, echt jetzt? Oh, jetzt passt's. So, zack, und weiter geht's. So, ich hoffe, bei dem Feld, das habe ich gemacht, da müsste eigentlich alles stimmen. Nein, Dixie hat ja, er hat ja hier gesät und dann habe ich noch gesagt, eben Sojabohnen oder Raps, ich weiß nicht mehr was. Dann hat er versehentlich das Falsche zuerst
Da muss der eine Reihe nochmal zurück, dann da habe ich es gleich gesehen, dass er das Falsche. Nein, habe ich gesagt. Oh, dann ist er noch. Kann ja passieren. Haben auch Sie schon die Mietermüdigkeit? Ja. Ach, der D hat gut getan. Schön. Ja, hab ich wieder ein bisschen und ja, bis hat die Medikamente genommen und so. Bevor dass ich streamen konnte. Ja, auch ausgeschlafen, weißt du, Achim, und halt das volle Programm, ne? Weil was ist denn hier? Hier Haltestelle. Also das ist für die. Ah, da könnte man eigentlich Kühe reinmachen, ne? Eigentlich, ja? Ein Wasserdruck hier in der Sitte, hier rechts. Siehst du, da ist auch wieder ein bisschen Raps. Alter, bin doch eh nicht so reingefahren. Aber schön vorbeigefahren, hat funktioniert. Da rechts ist wieder Raps, das ist nämlich Raps ist dunkler und Soja ist ein bisschen. Hm? Du machst das super. Ja? Hast du gesehen? Alter! Alter, schreck mich hier. Komm und Dani. Du machst es auch ganz gern, Tom und Dani. Kleiner als 6, kleiner als 6, kleiner als 6, kleiner gut, als 6, kleiner, kleiner als 6, kleiner als 6, kleiner als 6, Tom und Dani. Kleiner als 3, 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 Tom und Dani. Tom und Dani, Alter. Hast du gehört, wie sie es raussagt? Kleiner als 6, kleiner als 6, Tom und Dani. Kleiner als 3, kleiner als 3, Tom und Dani. Ja. Oh Mann, ey. Alter. Dankeschön für den Euro nochmal. Oh Mann, ey. Ah, ihr seid auch die Besten, ey. Wir haben den Tom zum Lachen gebracht. Ja. So funny, ey. Aber das mit dem Bär kommt, immer noch Kult, ne? Das lasse ich so, ich finde das so geil. Doppel, doppel, boom, boom. Und gestern mal, yeah, ram, bam, bam, bam. So geil. La 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 la. La 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 la. Ich mache mir, glaube ich, nachher noch, wenn ich Hunger habe, ein bisschen kleines Toast. Ganz gemütlich. Jetzt kriege ich Hunger auf Toast. Ja. Hast du einen Toaster? So wie ich? So Klapptoast machen kannst? Also so zusammendrücken? Also zuerst ist ja ganz. Du meinst einen Sandwich Maker? Heißt nicht Sandwich Maker, ist ein Toast. Sandwich Maker. Ja, ja, da tust du Toast rein, klappst es runter und dann hast du gleich so Ecken. Die musst du ja, nur mit dem Messer, wie ich bei mir, hast du ja gesehen, ne? Ja, ist gut. Das 80 Euro. Sandwich Maker. Ich glaube 60 Euro, 80? Ich war, ist schon teuer gewesen eigentlich. Meiner hat 40 gekostet. Hm? So Edelstahl ist das irgendwas, keine Ahnung, oder? Aber er macht gute Toast. Dann habe ich Toast, Käse, oder? Hat extra. Ich habe so einen Schinkentoast, habe ich gekauft bei uns bei Billa. Und der ist echt gut. Und der ist günstig. Sind zwei Reihen drin, eigentlich Zweierteil. Und ich habe den gesucht, habe den gefunden, weil die Schilder so vorne, dann habe ich die Frau gefragt bei Bill, habe ich gesagt, wo ist denn da der Toast? Dieser Schinken-Käse-Toast. Ah, da, oh, sag ich, Alter, habe ich gar nicht gesehen. Und der ist richtig gut, der Schinken, muss ich ehrlich sagen. Kaufe ich wieder, habe ich schon was rausgefunden. Den einen vom Spar finde ich eigentlich nicht so gut. Aber der von Bill ist richtig lecker. Richtig saftig. Nur so zur Info, Tom. Du siehst, bei dir wedelt es ja hinten raus. Normalerweise geht das viel schneller mit dem Wedeln. Normalerweise siehst du gar nicht zwei Streifen, sondern einfach nur das, was er bei dem neuen Drescher auch macht. Okay. Hinten rausschmeißen. Normalerweise sieht das gar nicht so gewedelt aus. Ja. Das Gewedelte, das sieht erst aus, wenn er den Drescher ausmacht. Muss ich mal ein Video angucken? Schafft. Bei YouTube? Hm? Muss ich mal ein YouTube-Video gucken in echt? Glas? Drescher, wenn er drescht? Sollen wir es beweisen, ob es so ist? Also, Klaas kann ich dir sagen, ich weiß gar nicht, ob es auf YouTube noch so viele gibt. Gibt es hier ein Video, oder? Schon Klaas. Ob es nur so rausspritzt oder so, wie das hinten ist. Warte. Sieht es nicht so aus? Ich guck mal, das würde mich interessieren. Klaas Drescher, wie heißt es denn? Klaas 8900 Lexion.
Also Glas 8900 Lexion. Becher. Warte, das will ich jetzt sehen. Ich glaube schon, dass der das so raushaut hinten. Weißt du, es gibt ein Video? Oh, Werbung für Werbung für Werbung. Ja, von denen lebt man, ich auch. Nein. Ein bisschen Basent gibt's immer. Wie heißt dein Teil nochmal? Glas? Warte mal, Glas 8900, warte, ich guck selber. Mich jetzt interessiert. Wer weiß es jetzt, vielleicht. So. Glas. Glas 8900 Lexion. 8900 Lexion, ne? Lexion. Ha! Nee, ist nicht so. Ha! Ich hab das Ding gefunden. Von. Ich auch. Von Agrablin. Ist nicht so. Er haut's wie die anderen einfach ganz normal hinten raus. Ich seh's gerade, warte, er fährt gerade. Du siehst zwar so ein ganz leichtes Schwenken hinten, aber das ist ja. Von der Rüttelplatte. Ja, aber es ist nicht gerade. Ja, der haut so raus, ja. Guck, da sehen das Leute so. Ja, zeig das mal. Das ist jetzt hier vom Video. Du siehst hinten zwar eine ganz kleine Bewegung, aber das ist halt ja. Nicht die Rüttelplatte, die hinten drin ist. Ja, das ist der, oder? Aber es ist nicht gerade der Glas. Aber das ist bei allen Glas so. Das ist aber Zeit, dass. Da guck so, ja. Und Drescher, viel langsamer. Mit der Drohne gemacht. Ja, zwei spannende Tage sind nun vorbei in Frankreich. Das Lexion. 1900, ja? Das ist er, ja? Lexion, ja, genau, das ist er. Guck hier. Hab ich schon. Ja, ja, der haut's einfach so raus, der streut sich so raus, stimmt, ja? Komisch, dass das nicht so. Mal, wenn du genau hinschaust, so eine kleine Bewegung, aber es durch die Rüttelplatte. Ja. Komprimiert Scheiße hier, sehe ich gerade. Guck, 27. Guck, so haut das raus, ne? Der Spurzeichen raus, ne? Ist da haut das gleich. So ein Hänger will ich. So den Traktor mit dem Gewicht vorne und dem. Diesen blauen Hänger. Gibt's den? Da, diesen? So ein Video? Den blauen könnte es sogar geben, aber so ein Gewicht gibt's nicht. Mal gucken, wie genau der ist hier mit der Kante. Der hat diesen Kantending, siehst du? Das ist da echt extrem. Du, das kommt mit der Zeit. Das kommt mit der Zeit. Könnte ich auch mal mit der Drohne. Sowas würde ich. Sowas habe ich damals auch gerne gemacht für als Werbefilme für mich. Und das letzte Drohnenteil. Ja, ich habe das ja gemacht. Ich habe ja Fernsehen gemacht. Ja, meine Drohne funktioniert ja leider nicht mehr und habe keinen Bock, eine neue zu kaufen. Sowas würdest du dann bei mir machen, auf Deutsch gesagt. Weil ich dich engagieren würde. Ja, ich mache alles. Das ist kein Problem. Wenn du sowas nicht machen würdest, würdest du auch kein Geld kriegen. Also, er fährt einmal gerade, einmal seitlich so durch. Guck, sieht aber geil aus, ne? Guck, er haut, also er sprüht es eigentlich so raus, ne? Man sieht es eigentlich, ne? Na, aber jeder fährt anders, also. Jeder fährt mit seinem Drescher anders. Also. Das ist halt mit der Zeit dann voll, ne? Das Ding, und dann musst du es wieder rausholen, ne? Also, genau, das ja. Bei den neueren ist das halt so, also das hast du auch bei dem, sobald eine bestimmte Masse erreicht ist, geben die drin ein Zeichen auf dem Display an. Und drückst du OK und dann geht Orangeleuchte oben an. Für Kennleuchte für die Treckerfahrer, dass die schon mal ihren Traktor anschmeißen und schon mal in die Nähe fahren. Ist das Sojabohnen? Sind das Sojabohnen hier? Ich glaube schon, ne? Oder Weizen? Ja, ich grad nicht. Es sieht aber nach Weizen aus irgendwie. Okay, fährt da das seitlich, guck zu zweit. Siehst du, so macht man eigentlich. Eine Reihe, der nächste macht die nächste Reihe. Da latscht genau. Noch rüber hier, ich weiß gar nicht warum. Ah, gucken Sie, ob da irgendwie Viecher drin sind oder was? Nee. Machen die das? Die sind auf der hier. Die gucken, ob keine Viecher drin sind. Die bleiben ja sitzen anscheinend auch. Hm? Die gucken nach kleinen Tieren, so wie Rehe und so. Weil kleine Rehkids und so weiter, wenn die Drescher hören, die Großen rennen weg. Bloß die Kleinen, die hocken sich fest zusammen. Und wenn sie mit der Drohne was sehen, gehen sie dahin. Damit sie die Tiere rausholen können oder markieren können, wo sie sind. Die hüpfen dann auch nicht weg, wenn du zu ihnen hingehst, weil sie Angst haben.
Habe ich selber schon erlebt. Die hüpft da nicht weg. Auch wenn der große Dresche fällt. Oh, guck mal, der Chip hinten, wo der fährt. Hier durch die Dinge. Hast du gesehen, wie der gewackelt hat, der Chip? Nur durchgefallen. Guck. Ah, da machen sie so Ballen hier mit den Häutern. Ja, ist klar. Na, Heu ist das nicht. Das ist Stroh. Was da rauskommt. Ja, ja, Stroh halt, ne? Dann ist Weizen, oder? Was sie ernten hier. Das sieht nach Weizen aus. Ganz stark dabei. Aber vielleicht ist es bei Sojabohnen anders, wo es hinten. Ne, dann spritzt es hinten auch so raus, ne? Ne, das spritzt trotzdem gleich raus. Natürlich könnte es sein, dass das ein bisschen anders aussieht, aber nicht so wie es beim LS ist. Gar kein Fall. Vor allen Dingen, guck mal, hast du es gerade gesehen, wie viel da so alles rauskommt und wie das aussieht? Mhm. Das ist. Oh. Und das kennt ein normaler Mensch, der nicht in der Nähe eines Landes wohnt, sondern in einer Großstadt. Der sieht sowas nicht. Mhm, siehst du nicht. Hab ich noch nie gesehen, real eigentlich. Ja, der spritzt da hinten raus. Ja, okay. Dann wissen wir das, ja. Okay. Warte mal, ich guck mal. Ich gebe mal kurz das andere ein. Du kannst ja noch ein bisschen da weiter gucken. Ja, das passt schon. Hab's schon gesehen jetzt hier. Na, die Kante hat er eigentlich. Da hat er die Kante, die weiße, ne? Hier, so. Seht ihr? Da, auf der Seite hier, ne? Hat einen Schnitt hier an der Seite auch. Oder kann ich die noch ausfahren? Nee, die kann ich. Guck, der sprüht halt hier links rein. Ja, vielleicht ist es ja, vielleicht ist es bei dem halt ein bisschen anders, aber es ist ja 8000. Warte, ich setz dir mal auf TS einen Link, oder? Kannst du ja mal auf YouTube New Holland CR1090 eingeben? Oder warte mal, ich guck das mal kurz auf den. Den habe ich schon mal gesehen. Habe ich schon mal angeguckt auch. Weil ich es wissen wollte, in real. Aber sonst haben sie es gut gemacht. Das ist nämlich das Teil, was ich fahre. Was ich auch real besitze. Der hält nämlich den Weltrekord. Siehst du, ich kann auch Drohnenflug machen. Siehst du hier so? Siehst du? Weil dieser Drescher, den CR1090, hält den Weltrekord. Mit breitesten und schnellsten Arbeitsweg. Und effektiv. Du weißt, was ich meine. Jetzt fängst du wieder an mit dem in den Links. Immer Blaukörper und Brautkörper, Brautkleid. Und Tom zu Tom und Dani zu Dani und Dani zu Tom. Was sagen wir? Popple positiv, nicht negativ. Und Poppen zu Pieken. Popple positiv, nicht negativ. Blaukörper, Brautkörper, Brautkleid. Und Poppen und Poppen und Poppen und Kloppen. Und Poppen und Kloppen und Kloppen und Poppen. Achim kloppt und der David poppt. Boah, weißt du das? Bitte was? Guck, wie sie gleich reagiert haben alle drauf. Das so. Ey, was? Boah, weißt du denn, dass die Popper ist? Ich weiß nicht, was du machst. Ja, ich hatte eigentlich jetzt im Herbst, wollte ich eigentlich gucken, bei uns ja auch Bauer, ne, müsste ein bisschen, die haben auch fragen sollen, wenn sie dann mal ernten. Wollte ich eigentlich machen, aber das ist jetzt vorbei eigentlich. Ne? Ein Monat vor August, oder? Nee, August, nach August, oder? Und August, Ende August ist Mais zu Ende. Jetzt ist hier alles fertig, ne? Tom. Ja, jetzt ist auch so alles fertig mit Ja, was? Außer Mais könnte noch im Gange sein bei manchen. Ja. Was, Achim? Tom, ich habe nicht gewusst, was du mit David vorhast. Wieso? Nein, das tue ich gerade mit Dani. Ja, was? Da wusste ich, da hakt danach. Was? Das, was du gerade gesagt hast. Ich und Dani. Überdauern. Das gibt's so ein Lied, weißt du? Kennst du es, oder wie? Da gibt's so ein Lied, ich und Dani, hat sie immer laufen. Hat sie letztens laufen lassen, habe ich gesagt, ja, Schatz, die kenne ich schon, ne? Hast mir mal gezeigt, meine Süße. Ah, ich bin froh, dass sie jetzt den Opel hat. Der ist schon okay. Hat sie noch was gespart und der läuft auch super. Er läuft echt gut. Ich wusste, ich habe gesagt, Schatz, fahr mal, denn den ist sie noch nie gefahren. Sie hat einen Opel gehabt, Cabriolet und glaub nochmal irgendwas, ne? Ich weiß nicht. Ich habe den ja Probe gefahren und der geht schon richtig. Hast du noch Hänger auf dem Hof? Muss mal gucken. Also einer ist bei mir auf dem Feld, da hau ich die Sojabohnen rein, ne? Ja, weiß ich. Und du kannst ja hier nochmal dann, oder wir sehen dann zusammen, wir erden erstmal ab. Ich und sehen, das wird nichts, nur so Tempel. Wieso? Im Game wird das bei mir nichts. Wieso? Weil ich das im Game nicht kann. Was? Samen? Wie? Ja, das wird krumm schief.
Das ist krumm schief. Einfach nur rüberfahren. Links, rechts, egal. Einfach treffen, krumm schief. Habe ich schon ausgetestet. Und dann das. Baby, du musst die Brille aufziehen. Die hab ich auch. Oder David, du lässt die Brille aus vom Tom. Gut, auf dem Hof stehen zwei Hänger, aber die gehören nicht dir, sondern dem Markus. Markus? Ja. Ja, den einen Hänger kannst du von mir, kannst du ja, wenn du ihn nehmen kannst, kannst du ja. Da stehen nochmal zwei Hänger, mal gucken, ob ich die anhängen kann, weil wenn nicht, dann sind es auch Markus. Hä? Hinten? Ja, das sind auch Markus Hänger. Okay, ja, aber das ist aber mein Hof hier. Jetzt, das sind Markus Hänger. Hä? Die kann ich alle nicht benutzen. Bleibe. Und den, wo ich stehen habe? Den. Ja, wieso musst du ablehnen? Musst du abladen, oder wie? Ja, und meiner ist voll. Ja, dann lad ab da beim Silo bei mir hinten. Gut, da. Gut, also dadurch fahren, da wo der Fan steht, kommt man noch nicht mehr dran vorbei. Da hinten ist doch auch noch ein Hänger. Ist der voll, der Hänger? Gott. Was ja, machst du, David? Da ist, da passt nichts mehr rein. Ja, dann fahr doch zum Silo und leer's aus bei mir. Da hinten da. Das verkaufe ich jetzt bei mir. Na, nix da. Was? Hab ich doch geerntet, das ist mein Lohn. Das ist dein Lohn, gib dir Lohn. Aus dem Silo, ich geb dir dann Lohn nachher. Das ist eine gierige Sau, ne? Kriegst du aber ein Geld von mir? Nee. Weg, hör auf! Aus! Nee, nicht da! Anders Silo, der graue da, der große rechts. Das ist auch ein Silo. Wo? Das hier drin. Ja, wir haben es. Ja, genau, da kannst du auch durchfahren. Das mache ich sogar die ganze Zeit schon. Hab ich gestern auch gemacht. Und da reingekippt. Wir streamen jeden Tag. Das macht uns an und macht uns heiß. Der Geschmack. Die Dani, die kommt nicht mehr so schnell. Kleinen. Jetzt hat sie halt noch am 3. November, ich weiß nicht, aber die wird davor nicht kommen. Wenn sie einen Termin hat, am 3., zieht sie das durch 5 Tage. Dann sie ist erst irgendwie November, die 10. oder weiß ich was. Super, ne? Ja. Kotzen! nee. Und rotzen! Ich bin voll. Schon wieder. Der Tom hat einen kleinen. Zuschauer vom XY-Druck auch sehen, er hat was getrunken. Nein, das ist Standard bei mir, Digi. Er hat sogar dann tonnenweise getrunken. So, jetzt mache ich mal den vollen, dann hau ich das in unseren Silo rein. Dann können wir da ein bisschen verkaufen vielleicht dann. Wir lassen es jetzt mal hier. Kühe möchte ich eigentlich dazu tun, weil ich Angst habe, dass dann wieder alles so ruckelt. Was? Naja, Kühe und Schafe und den ganzen Scheißdreck. Ja, doch, habe ich gesehen beim Chuck damals. Ja, das war auch die andere Map, die war auch bis zum Ende fehlerhaft. Ja, totaler Scheiß, ne? Da war auch alles fehlerhaft, sagen wir mit. So. Ja, das ist voll, ne? Dann muss ich den mal wegfahren. Hilft nix. Ach, der Spaß, ne? Ist ja schön, Landwirtschaftssimulator, ne? Oder Farming Simulator. Er hat schon einen geilen Sound, der Klaas, muss ich sagen. Hast du dein Fahrzeug ausgeschaltet? Ja. Dir, Digi, es geht so schnell siehst du das gar nicht. Nur das Licht brennt. Bin schnell, ne, Achim? Ja. Das ist bei mir, ich bin ein Wiftsack. Du musst mal gucken, wie ich Boote mache. Das kostet auch Geld. Hast du eigentlich noch nie das Video gesehen, wo ich das Boot mache? Vollaufbau, Unterwasseraufbau? Ich das hinknalle? Ich hab's dir mal geschickt, ja. Wie komme ich hier jetzt raus, wenn ich nirgendwo lang komme? Egal, fahr über die Wiese. Ja, links kommst du raus, oder? Nee, komm ich auch nicht raus, da steht ein Trecker. Doch, da kommt. Was? Ich bin hier, guck. Ja, und ich fahr jetzt durch den Zaun. Genau, ja, dadurch, genau. Hä, da müssen wir mal ein bisschen Weg durchmachen, ne? So wie es aussieht. Geht nicht, den Zaun kannst du nicht wegmachen. Okay, so. Weiß der Kuh, mit geh hinten, ne, Achim, dann I drücken und gucken und jetzt haut er die Scheiße raus. Ja, der meint wahrscheinlich den Baum dort. Siehst du, Achim, so, offloading, ne? Nee, ich meine nicht den Baum, ich meine den Drescher, der hinten steht.
Nicht Drescher, Trecker von Markus. Wie viel sehe ich, was im Silo drin ist, David? Das siehst du nur, wenn du zu, wenn du Escape drückst und zu Preis und Preis. Und 1000 Liter Dings geht. Das untere ist, sind die insgesamt Kapazität. Nee, wo muss ich hin? Langsam. Finanzen. Nee, wo? Nein, nee, rechts neben der Weltkugel ja? sind Preise. Ah, okay, ja, da. Silo. Und dann siehst du, bei Gesamtkapazität steht bei mir zum Beispiel 1 Million, also bei mir passen insgesamt 1 Million rein. 7 Millionen. Da wird dann angezeigt, wie viel du insgesamt an Liter drin hast. 700.000. 700.000 Sonnenblumen habe ich. Was? Echt? 300.000 wahrscheinlich. Oh, da passt noch einiges rein, meine Freunde. Bei mir passt eine Mülle rein. Bei dir passt, wie viel passt bei dir rein? Das ist gar nicht. Ja, genug. Das steht bei Gesamtkapazität. Achso, warte, guck ich gleich. Das ist unter deiner Zahl, die du hast, wie viel du drin hast. Ja. Warte mal, hier, Gesamtkapazität, wo ist das? Preis 1000, nee, wo sehe ich die Gesamtkapazität? Sehe ich nirgends. Du siehst doch deine Zahl jetzt, wie viel du hast. Im Silo. Oh. Genau, die Verkaufsstellen. Unter deiner, und bei den Verkaufsstellen, oben steht in Gelb Silos im Besitz und darunter Gesamtkapazität. Wenn du die Reihe lang gehst, bei Weizen, Gerste. Alles 70.000, 700.000 Liter. Passen 700.000 rein bei dir? Mhm. Bei allen ja, aber. Bei mir passen eine Mille rein. Eigentlich ist rein hier, ne? Doch, bei mir passt mehr rein. Die Sachen, bin genauso hingefahren, dass ich's. Okay, doch, ne? Ja. Doch nicht so genau gewesen. Ich dachte, ich bin richtig hingefahren. War doch noch ein bisschen knapper, ne? Sehr schön. Dann geht's weiter, ne? Du bist ein bisschen MET drin, gell? Dann funktioniert's auch noch, Tom. Da oben bei dir links. Hast du das Gelbe gerade gewesen bei dir da oben? Wo? Wo du gerade hochfarbig war, was auf der Straße läge. Hä? Was Gelbes? Nee, das war einfach nur ein Stück vom Soja. Sojabohne. Da wo dein Traktor da steht. Und was war da? Was für dein Fahrzeug was? Hä? Na. Am Traktor, im Hänger. Nee, da ist alles gut. Hä? Was Gelbes? Achim? Ich will die Drogen auch, was du hast. Wo gibt's die? Nee, da ist nichts. Hä? Ist da was gelegen? Nee. Siehst du jetzt schon was Gelbes? Ich zeig's dir noch und dann, wenn du mal wieder runterfährst. Achim, du musst dir langsam Sorgen machen, Digi. Warte mal, ich guck mal. Wo ist was Gelbes? Achso, da beim Hof drüben. Du meinst das beim Hof drüben? Das wenn du jetzt hier runterfährst, gleich. Ja. Und dann? Am Tag? Jetzt rechte Seite. Ja. Weiß nix. Ist alles gut. Da ist was Gelbes. Da, das ist der, wo man reparieren kann. Der. Hast du gesehen? Weiß nix. Das ist das, wo er furzen kann. Achim sieht langsam Geister. Die ihn anblähen. In LS19. Nein. Ich kenne nur einen Geist und der Geist heißt XY Osnabrück. Ja, ich bin ein Geist. Ich habe alles ganz toll lieb. Ich frage mich, ja, es gibt sogar, Tom, ein Programm, womit du dich sogar in der Cam sogar unsichtbar machen kannst. Da sehen dich Zuschauer denn dich nicht mehr. Ich kann alles, ich kann es auch mit den einen Programmen. Willst du sehen? Nee, so ganz langsam wirst du denn zum Geist. Ganz langsam tauchst du dann wieder auf. Ja, schon, ich hab da so, wenn ich einen Greenscreen. Ich weiß gar nicht, ob es ohne Greenscreen geht. Habe ich ja schon mal gezeigt, ne, wo ich also unsichtbar war. Der YouTuber, der macht's immer ohne Greenscreen. Der wird trotzdem zum Geist. Ja, Kizomogramm, ich hab das auch drin immer. Halt da so als, muss ich mal gucken, wie das heißt.
Das Dümmste finde ich, man macht YouTube, auch mit Millionen Abonnenten, und von heute auf morgen zeigst du nicht mehr dein Face, sondern einen Hund in der Facecam. Da habe ich ja Face-Rig, ist das. Habt ihr das auch? Würde ich auch machen. Ja, finde ich trotzdem dämlich. Das ist ein Face-Rig, heißt das. Millionen. Habe ich doch mal gemacht. Immer wieder deine Fresse. Aber von heute auf morgen nicht mehr. Ja. Face-Rig ist das. Habe ich auch drin. Alles kompliziert. Der Kamera. Die Kamera muss gerade sein, sonst geht's nicht. Hier, die muss vorne sein. Wenn du den Mund bild, kannst du, gibt's verschiedene Figuren, kostet 11 Euro, glaube ich, das Programm, oder was habe ich gezahlt oder so. Also. Face-Rig heißt das. Ist bei Steam oben. Trotzdem Müll. Das ist ganz lustig. Der eine ist ja so ein Wolf. Ich habe geguckt, ob es einen Penis gibt, dass ich als Penis verkleidet vor einem Simon sitzen kann, aber das gibt's nicht. Das war mir klar, dass das von Tom kommt. Es gibt nur andere Sachen. Ja, andere Sachen, die du nicht hier besitzt. Als Banane oder so, das wäre lustig. Brauchst du nur noch zwei Orangen. Als Gesicht, weißt du? Gibt schon ein paar neue Sachen, glaub, gibt's schon, aber ich habe mich da auch nicht mehr. Ja, also, hör mal vor, Tom hat jetzt 30 Millionen Abonnenten und von heute auf morgen sagt er, nö, ich bin Hund. Nee. Wird nicht passieren. Wer würde ich dir abonnieren? Aber ja, was anderes mache. Und Tom ins Gesicht lehnen. Vielleicht sitzt die Freundin dran und er will es nicht, dass man sie sieht. Ja, oder er hat Angst, da gerade die Freundin bei ihm sitzt. So wie bei Tom, das ist mal passiert. Wenn du eine hübsche Freundin, eine hässliche Freundin hast, dann musst du es machen. Nein, ich meine, wenn sie dir deine Klöcke umschlägt. Hast du hässlich beleidigt? Nein, wenn sie hässlich ist. Boah, was hast du gesagt, Achim? Ich habe gerade gesagt, du brauchst nicht Bilder, wenn dann beispielsweise gerade deine Freundin im sitzt, wo an deine Klöcke rumspielt. Kommelt. Aber das sieht ihr sowieso auch nicht. Ist sicher. Ist ja, er sieht's trotzdem. Ist ja, die Kamera ist ja so, ne? Komm, ich sag nur nicht Zimmer, wo ich dir gesagt hab, steh auf, wo der Hotel offen war. Ne, da war nichts offen. Den habe ich aufgemacht. Tom, ich will ja nichts sagen, aber die Serie kann trotzdem, auch wenn deine Kamera aus ist, trotzdem gucken, auch wenn sie nicht leuchtet. Frischluft. Die kann trotzdem sehen, deinen kleinen Pimmel. Und lacht sich einen schlapp. Was? Ich kann euch beim Sex beobachten, allem. Chuck hat mich dann angerufen, war ich gerade am E-Motor montieren. Genau dann. Weiß gar nicht, was er wollte. Ich glaube, er ist nicht klargekommen, dass er 0,3 mm Nahkampfstachel hat. Ach. Wo ich ihn geschrieben habe. Der Tom redet immer so oft von seinem 0,3 Nahkampfstachel. Ich glaube, der hätte echt 0,3 Nahkampfstachel. Der Chuck. Aber tut immer nur, ob er den dicksten. Er hat gestern gestreamt und ist er eingeschlafen? Hat er heute auch schon. Ja, aber gestern, Fishing Planet, habe ich noch zugeguckt. Ja, die Routen sind drin, ja. Piep, piep, macht es ein bisschen, aber kein Fisch hat gebissen dabei. Wo war er da? Bei diesen Amazon oder so, wo das war. Und kein Chuck, ne? Er ist da reingeschlafen, ne? Weiß ich nicht. Das Video ist nicht oben, ich hab's nicht gefunden mehr. Dann hat er es rausgehauen. Der hat sie die ganze Nacht. Hat er gepennt, am Morgen hat er immer noch gestreamt und dann hat er gemerkt. Echt? Oh, du hast es gesehen? Am Morgen war er immer noch. Ahnung. Nee, ja. Oder so war das damals mal, da hat er. Nicht damals, sondern. Ich weiß nicht, wann das war. Hat er gepennt, morgens lief das Stream dann immer noch. Ja, ist aufgehört, hat ihn gelöscht. Gestern bis 4 Uhr, glaube ich, oder länger. Oder ich hab da auch nicht mehr geguckt, dann bin ich eingeschlafen. Ich hab nichts gehört. Du sehen, wie man schläft, Alter. Aber kann man doch noch einpennen. Ich bin gestern müde geworden von deinem Angeln. Aber wie kann man Fishing Planet drin lassen und die Routen drin und nicht da sein? Verstehe ich nicht. Und da beißt, dann. Boah, einfach so. Dachte mal, guck mal, was passiert, ne? Also, du hast noch hier noch drei Felder, die du selbst enden musst, Raps. Ich könnte ja einen Doppelstream machen. Ich könnte jetzt YouTube am Handy noch starten, Streaming, und dann seht ihr mich doppelt. Dann sieht man Toms kleinen Nahkampfstachel. Wie viel hast du? Was hast du gesagt, David? Was hast du abgeerntet?
Feld 32, nee, Feld 32 bin ich gerade bei, Feld 43 und 33 abgehen. Okay. Feld 31, 25 und 24 musst du noch machen. Ja. Weil ich dann auch keinen Zug habe. Wo? Was? Nee, bei mir hast du jetzt. Ich mache das von Markus mal hin. 31, 25, 24 sind Top. Markus einer. Was? Welches Feld? Ja, 25, 31, 24. Ich kann Zugriff drauf. Achso, ja, genau. 25, ja, genau, die blauen, die muss ich. Du kannst aber bei 30, 42, die anderen kannst du die hellblauen. So, ja, stimmt, ja. 24, 25, 31 ist ja Markus 10, genau. Habe ich gar nicht mehr gesehen. Stimmt, ja. Jetzt darfst du enden. Da ist noch ein Stück bei 43, gell? Da muss ich gucken dann, wie ich das mache. Und sonst lassen wir es. Wieso habe ich hier jetzt was stehen lassen? Ich verstehe das nicht. Ich grüße auch die 5 Zuschauer. Ja. Das bin ich, Achim. David, und der Pimmelkopf. Und der David, glaube ich, oder? Bist du am Zugucken? Nee, du hast ja nur einen Monitor, oder? Ich habe insgesamt 3. Also kannst du streamen. Aber einer ist nicht mutiert und der zweite ist mutiert, ist aber nicht an, aber ich habe mein Handy laufen. So müsste eigentlich Redix immer, ne? Die ganze Zeit im LS19 sein, da müsste er nicht mal reinschauen. Einfach laufen lassen, immer im Spiel sein. Dann würde der PC aber nach 3 Stunden Tage abkacken. Ja, nee, er hat Laptop, kein PC. Ja, aber trotzdem, nach 2 Tagen ist der Akku leer. Ja, wenn er es angesteckt hat, nicht. Dann hast du nach einem Monat aber eine riesen Stromrechnung. Nein, er braucht nicht viel, der Laptop. Da geht auch, kannst du auch in den Standby-Modus. So, du kannst ja auch in den Standby-Modus gehen und dann musst du nur das hier drücken, dann ist er wieder da. Du bist trotzdem im Spiel. Oh Gott. Was mache ich mir nachher? Fisch oder Suppe? Ich glaube eher Suppe, ne? So Hühnersuppe, ne? Achim. Leider, ne? Ich gebe dir einen Tipp, mal Käsespätzle oder mal Pizza. Nee, bitte nicht so gut. Hm. Der hat heute gar nicht auf Pizza. Ich bin mir nicht sicher, ob er am Abend offen hat. Der Herr wollte noch Nudeln essen gehen. Kühltief Pizza besorgen. Nee, der türkische Ding, der hat Pizza drüben, aber ich wollte eigentlich italienisch. Oder deine Nachbarin oben dir. Italienische Pizza. Nee, da hätte ich Hühnersuppe. Ich wollte fragen, ob sie mir Hühnersuppe machen kann. Da hätte ich aber irgendwie so Brühe gebraucht, ein Huhn und dann hätte sie Hühnersuppe gemacht. Aber dann hat sie gesagt, müsste ich heute holen und da war ich gestern am Stream, deswegen. Ja, ein Huhn, das kriegst du schnell besorgt. Du musst einfach nur ein Ei aus deinem Sack nehmen, es 3 Tage brüten und schon schlüpft ein Huhn. Ja, ungefähr so. Nee, und dann hat sie gesagt, der Nationalfeiertag ist ja am Samstag, deswegen. Bei mir ist am nächste Woche am Wochenende Jahrmarkt mal wieder. Jahrmarkt? Ja. Und nächste Woche am Freitag haben wir einen Feiertag in Deutschland. Nee, ja, Donnerstag. Ja, der 1. November. Freitag ist ein guter Tag. 1. November ist aller Heiligen. Ja. Also Freitags haben die meisten trotzdem frei, weil die meisten sagen, es ist ein Brückentag. Halloween, ne? Nee, Freitag. Wir haben 31. Ist Halloween. Donnerstag ist der Feiertag bei uns und Freitag nehmen die meisten sich frei, weil. Was ist von Donnerstag von Feiertag? Was ist das für ein Feiertag? Donnerstag ist kein Feiertag. Nee, 31. oder? Der Freitag, oder? Diesmal, oder? Nein, Donnerstag. Hä? Ich kann auch 31 gerne Donnerstag. Donnerstag und der erste Freitag. Ja. Ah, okay. Ah. Tom, das weiß ich sicher, ich der nächste Freitag Geburtstag habe. Richtig. Pfui. Machst du deine 24 Stunden ETS? Nein. Schade. Wenn du mir einen PC besorgst? Du sitzt doch am PC. Hast du, nee, einen Laptop, oder? Ich hab einen PC, nur den PC packt es nicht. Okay, nicht so stark, ja. Ja. Dann frag den Markus, ob er dir was spendet. Nee, der muss nicht immer spenden, der soll nicht immer so viel raushauen, der Digi. Ist ja lieb von ihm und so. Ich bin ja lieb, ne? Ja, ich frag dich,
Ich will ja, du, ich kann nicht. Ich, Monatsende, ich muss Raten bezahlen. Die Raptor, ne? Sagt, hat viel Geld und so, aber Niklas, der springt, ne? Du, das ist das Filmgeld, das darf ich dir ausgeben. Das war's schon. Das Filmgeld. War nur ein Joke. Ich selber gib mir auf Deutsch gesagt Lohn. Und das gebe ich aus. Das andere ist Filmgeld, das bleibt bei der Firma. Lotto gewinnen wir gut. Ein Lottogewinn, da würde ich dir nichts von abgeben. Ein Lottogewinn, ne? Da würde ich dir einen feuchten Pups von geben. Dann hätten wir alles viel einfacher, meine Lieben. Ja, es geht ja eigentlich. Ja, alles Geld, Tom. Ja. Leben, Strom und alles. Das ist wenigste Strom. Würde ich millionär sein durch irgendein Dings, würde ich Tom einen feuchten Vorrat geben, wird hier, wie heißt das Auto von Dani nochmal, das alte? U7? Ja. Wie sie es genannt hat, Gisela, oder? Oder wie hieß es? Frieda. Und der Opel heißt jetzt Frieda 2.0, ne? Ja, Frieda. Ja, dann würde ich Frieda zurückkaufen, zu Tom fahren und Edgy Badgy machen und Tom das Auto und Dani das Auto schenken. Okay. Und Toms Auto würde ich in den See schmeißen. Okay. Aha. Wenn ich das Geld hätte. Da freut sich ja der Tom. Ja, wobei weil er jetzt wieder rausangeln darf. Aber ich weiß, dann habe ich tonnenweise Fake-Frauen an meiner Seite. Die nur hinter meinem Geld her sind. Tom, alles okay? Ja. Aber weil ich da reingefahren bin. Kontrollieren muss, ob der noch da ist. Ich dachte, ich komme vorbei, Achim. Nein, ich gerade gemeint hat, wie das Sprachverschlag hat. Ja, weil er sein Kleiner gesucht. Ich drehe jetzt nochmal um und fahre da runter. Es ist viel Arbeit zu 2T. Brauchen hier ein bisschen. Ich sitze hier ganz angenehm und lasse den Helfer aber arbeiten. Was ja Geld. Du hast die Zeit auf 1, also pro Stunde 60 Euro nur. Ingame. Ja. Würde man das Ingame-Geld aufs WeLife-Konto überziehen, dann würde ich Toms Geld nehmen, würde ich das Geld von allen Höfen nehmen, würde es mir aufs WeLife-Konto setzen. Hm. Und Tom würde ich dann vom Server bannen, sodass ich das Geld auch nicht mehr unter den Nagel reißen kann. So, ich bin voll wieder hier, kann wieder ausschütten gehen. Ja, ein paar Felder. Ich mache jetzt nicht alle oder so, weil ich werde noch ein bisschen was anderes spielen. ETS muss ich gucken. Ich glaube, ich muss mir ein bisschen ausruhen, sonst packe ich das vielleicht heute nicht. Ich weiß nicht, ob ich mitfahre heute, ne? Ach, ich will nicht böse sein, wenn ich... Ich bin auch nicht böse. Mal gucken, wir haben eigentlich vor, ETS zu spielen. Mit wem? Mit dir alleine? Hm? Mit dir alleine oder was? Was? ETS? Nee, da können wir mit Achim heute. Martin wird ja mitfahren, denke ich mal. Der lässt sich den ganzen Tag ja nicht auf den TS blicken, der Martin. Der Martin ist gerade da, der ist gerade in der Kantine essen. Wo ist er? In der Kantine essen, ich habe unser Teamspeak umgenannt, das Essen, oder Kantine. Ja, da unten ist er, ja genau. Ja, der wird halt mit dem Hund noch, der wird da irgendwas machen, ne, denke ich mal. So, machen wir die zwei Felder und dann tun wir sie besamen, ne? Oder lassen wir die anderen, oder? Ja, komm, wir ernten mal ab, was geht, ne? Wir müssen ja nicht immer alles machen, komplett. Die haben die anderen auch noch Arbeit. Die anderen, die machen nichts. Ich wette, wenn du mal online kommst, ist die Scheiße immer noch so, wie du es gemacht hast. Oh, ich spiele ein bisschen, ich habe jetzt derzeit so Bock, ETS 2, LS19 und so weiter. Vielleicht, wenn wir Hausfeldbar mal wieder spielen. Ich bin ein bisschen müde, ich muss mich noch ein bisschen... Achim, ist dein Konvoi angemeldet? Ja, ich hab's angemeldet. Ich will nicht hoffen für dich, weil ich will nicht derjenige sein, der da Stress bekommt. Wo meldest du das an? Wie meinst du, wo anmelden? Ich hab schon gestern angemeldet. Sonst wäre der Konvoi nämlich gebannt. Wo hast du ihn angemeldet? Werden denn gebannt. Bei ITS hast du ihn gemeldet.
Wie macht ja, man das? Ich muss jeden Konvoi anmelden. Ja, lass mal Achim reden, David. Auch angemeldet. Wir haben extra einen drin bei ETS. Wie was? Wir haben einen Fahrer drin, wo bei ETS arbeitet. Ah, okay. Musst du einen Konvoi anmelden? Ja, weil sonst wird der Konvoi gebannt. Wer sagt das? Das sagen die Truck SMP Regeln. Bin gleich wieder da. Ja. So, das fällt mir noch und dann mache ich Pause. Ich bin eigentlich müde, ich keine Ahnung wieso. Ich mache mir jetzt was Kleines, ich mache mir noch eine Suppe. Vielleicht gehe ich schnell so Nudeln essen oder ich spare mir das Geld und mache eher Suppe. Ich glaube, intelligenter wäre es, eine Suppe machen und das Geld sparen. Diese 14, 15 Euro, ne? Oder 10, 12 Euro. Was kostet die Nudeln? Die Suppe, die Löffel, ich gehe so weg. Aber nee, so satt. Chinesische Nudelsuppe, weißt du, habe ich da die. Die sind voll lecker, ey. Mhm. Wir haben noch gestern bei Bille noch welche geholt. Die sind echt gut. Es gibt eigentlich so die breitere Packung, das ist auch so Huhn. Und dann gibt es so die kleinere, da ist so, ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich habe gar nicht so gelesen. Die habe ich von früher schon gekannt. Die sind ein bisschen würziger, glaube ich. Aber die eine war gar nicht schlecht, muss ich sagen. Das hat mich echt gewundert. Ich dachte, die ist eher nicht so gut, aber die war echt gut. Zeig's dir noch einmal in der Kamera. So fertig, weißt du, so Ding. Das geht einfach schnell, war jetzt gut, das Wasser rein. Hat gerade alle meine Karas krübbeln gemäht. Bei auch dir? Wo bist du? Bei dir oben, oder wie? Ja, ich fahr gerade hoch zu mir. Ah, okay. Danke fürs Helfen, ne? Vorhin. Buddy joined your channel. Aha. Buddy joined you was? Hallo. Hallo. Redixe, ja. Redixe ist hier. Sorry, ja. Digi. Ist nur die Wichse vom Martin. Na, Digi, wie geht's dir? Euch? Alles gut? Ja, durch. Ich hab grad gesagt, du müsstest aber eigentlich die ganze Zeit im Spiel sein. Da müsst ihr nicht immer reinjoinen. Das packt der Laptop, ne? Wir hatten das Ding gestern versenkt, weißt du's? Also in See rein? Hä? Mit einem kleinen Traktor und mit einem Drescher oben drin. Keine Ahnung. Komisch. Ich so, hä? Was tut der? Per Zufall habe ich ihn gesehen, ne? Weil ich rüber geswitcht habe. Und dann gucke ich so, hä, was? Und mit dem kleinen bin ich nicht rausgekommen, mit dem großen habe ich es geschafft. Wir sind gerade ein bisschen am Abernten. Ah ja, das von gestern da, wo du ein bisschen Push gemacht hast, weißt du, wegen Raps und Sojabohnen. Ja. Ja, war ein bisschen blöd, ein bisschen Soja drin, ein bisschen Raps drin. Da musst du echt aufpassen, dass du nicht auf Z kommst oder so, ja. Aber das hast du ja nochmal drüber. Und ja, das ist scheiße, ne? Dann sieht man es nicht mehr, ne? Was, wo du noch Raps hast, oder? Das war ein Fail. Haben wir bei der Ernte gemerkt. Das nervt dann, ey, wenn man fährt. Kannst du nicht abernten. Denk mal, das war ein Bug. Ja, dann deckt das Game nicht mehr Soja oder Raps und dann. La 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 la. Muss auch noch rein, Redix, oder eher heute nicht? Weil ich mach nicht mehr so lang. Ja, muss aber sagen, wenn du reinkommst vorher, gell? Okay. Wo es eigentlich nicht vorschiebt, glaube ich. Sie stehen eigentlich. Habe ich gemerkt letztens. Genau. Irgendwann, wenn du mal ausgestorben bist, wenn dich keiner mehr vermisst. Dann kommt der Tom und holt dir einen runter. Psst, nicht im Steam, David. Weiß nicht, da habe ich es zusammen. Ich habe es angefangen, ich mache auch manchmal so Schmärchen, ja. Wenn mal jemand reinkommt, wo jünger ist hier und Mutter guckt zu, denken sie sich, ey, was ist bei denen los hier? Das ist auch nicht so gut, ne? Ah, ist egal, ist Streaming, aber es ist mein Stream. Also. Nehme ich auf meine Kappe hier. Streaminhalte in FSK 18 Bereich übernimmt der Streamer keine Haftung. Man hat den noch mehr Mods runtergeladen? Ja. Nee, nur einer ist noch nochmal neu, der muss ich auch runterladen. Den muss ich auch nochmal neu. Dieser eine da, der musst du nur raussuchen, findest du es gleich. Dieser, welcher war das nochmal? Ich weiß gar nicht auswendig.
Ich weiß nicht, wer den reingesetzt hat. Der war schon drin, der hatte nur ein Update. Der war schon drin, hat ein Update? Ja. Wenn die Dinger ist nur einer, Redix. Muss nur reinklicken, gehst auf DS, ne? Hier, klickst den Link an und dann ist er von oben, der muss gucken, welchen Namen, findest gleich. Ah, ja. Start so runter. Hä? Start so herunter. Was? Start so herunter. So geht's auch. Na, kommt drauf an, ob er denn die richtige Version hat. Nee, nee, nimm lieber den von Link. Die stimmt. Nein. Eins, meins. Gemütlich, so LS19 ist ein bisschen chillig, Fishing Blend auch und jetzt gucken wir, ob ich das eine, das Secret Nibor noch irgendwie spielen werde. Ich weiß nicht, jetzt habe ich eh keine Kohle drum, weil ich. Also ich werde es nicht spielen. Weil ich es überwiesen habe. Aber ich möchte schon ein Programm nehmen, vielleicht. Ich muss mir es aber erstmal angucken, Redixe, dann ja, ein Tutorial, dann mache ich nachher dann. Ich weiß eben nicht genau, ob ich. Also muss man aber viele mitspielen. Ja, also. Müssen wir gucken, das ist jetzt nicht so. Schon ein großes Feld hier, das hier beim Hof, aber ich finde es geil eigentlich so, dass es ein bisschen runter geht. Finde ich eigentlich ganz witzig. Geht beim meinem Hof auch ein Stück, oder? Hm. Ist das bei dem ja, Feld, was vor meinem Hof ist? Hallo. Achim! Achim! Oh, scheiße, ich bin reingefahren in die Laterne. Ja, hast du mal wieder den Traktor versenkt? Nein, das war ein anderer, ich weiß nicht, wer es war, irgendwie. Wer war denn das? Martin war drin, Markus war drin, also, David und der Dixie, sonst war keiner. Oder ist es vielleicht ein Bug, dass er reingeflogen ist dort? Wenn ihr das gemacht hättet, hätte ich das Bescheid gesagt. Oder David war gestern so besoffen, dass er nicht mehr weiß, dass er es reingefahren hat. Gut, nee. Dann weiß ich hiermit, dass ich nicht mehr rede. Nein, wer war das? Ich glaube, das ist ein Bug gewesen. Das war der LS. Das meine ich auch, ja. Ja. Halloween Edition. Der LS19 Halloween Geist war das, wo das. Dann habe ich jetzt die Felder und das andere mache ich dann nichts. Und da muss man auch zusammenhelfen, das ist schon ein bisschen groß hier. Ich sehe nicht heute viel los am Samstag. So, das Feld mache ich noch und dann gehe ich was essen und werde ich mich mal verschüssen. Vielleicht bleibe ich noch drin in LS19, da muss ich nicht reinschauen, wo es bei mir eigentlich eh schnell geht. Tom, ich habe mal eine Frage an dich. Mhm. Bei dir in YouTube steht 220 Abos. Wo? Auf deinem Kanal. 2250. Und oben steht dran 250. Wo? Nee, das 2050. Ist. Nee, ja, 2250. Und auf deinem Kanal bei YouTube steht dran 2220. Ein Fehler oder so. Das ist aber irgendwo ein Fehler. Ja, wegen der Pfeife gestern. Läuft bei YouTube. Ja, hast du 30 Abonnenten verloren. Im Stream werden 50 angezeigt auf deinem Kanal. Ja, die Pfeife. Alter, wie soll ich es noch sagen? Ich kapiere das nicht, ne? Hallo, Tom, wir haben dich nur gerade nicht gefragt. Nee, ich weiß ja wegen was. Ja, hättest du gesagt, du hättest Babos entsorgt. Das ist auch, YouTube sortiert die auch aus, weißt du, diese Fake-Abos. Und dann ist wieder normal dann. Das muss erst rein dann, das dauert immer ein bisschen. Verstehst du? Wenn sich einer damit einen runterholt und glücklich ist, dann ist er glücklich damit. Nein, nur ich hab dich gefragt, Tom,
sehen halt viele sich wundert und das jetzt anders als oben. Ja. Wie du oben was gut geschrieben hast. Das ist ein Fehler, weißt du? Muss ich noch erst rein und nochmal gucken. Warte mal, vielleicht hat das ja nicht aktiviert gerade. Du rollst gerade rückwärts. Hä? Ja. Rückwärts gerollt. Wo ist denn das? Ja. Alter. Ja. Ich habe es doch heruntergeladen. So, jetzt ist 0, Achtung, 2250, das passt schon. Ein Fehler von YouTube. Die, wo die Barbo noch mal dazugekommen sind. So, mein Shop ist da runtergeladen und in den Ordner getan, das funktioniert immer noch nicht. Was hast du? Ich habe es in den Ordner getan, das funktioniert noch nicht. Doch, doch, du hast das falsch gemacht. Wo hast du es runtergeladen von dem Link von uns? Ja. Hast du den richtigen? Ja. Muss gehen, ist bei mir auch gegangen. Runterladen, einfach rübersetzen, ausschneiden, einfügen. In Dokumente, MyGames, nice. Farming Simulator. Dann fehlt doch was. Irgendwo fehlt was, Digi. Kannst du nicht starten? Okay. Muss genau gucken. Kann ich. Ich hab Class Rune 250 drauf jetzt. Hm? Das habe ich jetzt drauf getan. Welches? Aber warte mal. Es musste runterladen, ist ja nur eins gewesen. Die andere hat ja gestimmt. Das ist was falsch runtergeladen, Digi, glaube ich. Genau gucken. Dann geht's auch. Boah, ist schon Arbeit hier, ne? Ah, oh, super, jetzt bleibt das eine Stück noch hängen hier. Go, 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 go. Einfach besser geworden. Was? Runter. Bitte nochmal? Geht's hier besser als gestern? Ja, ja. Besser wieder. So. Jetzt kein Schwein. Siehst du? Du musst das nur löschen und dann wieder reintun. Wieder. Komm mal rein, warte mal, lass mich erstmal rüberfahren noch. Ja, abladen. Verbinden, bitte warten. Kommst du rein, oder wie? Ja. Dauert so lange. Kannst du durch Umflügen dann, dass du besitzt, auch neues Ackerland schaffen. Der ist jetzt gleich voll, der Hänger. Okay, muss ich doch noch ein bisschen vor wieder. Habe ich die Suppe noch rein, ne, Achim? War lecker. Rudolf, made by Rudolf. So. Sehr schön. Rudolf, super. Rudolf, Robert, mach mal. So, also Feld 44, 56 abgeerntet, 43, 33 auch. Bei 32, was war das? Raps, oder? David? War Raps, oder? Oben, Feld 8 ist er. Ohne sie dann wird dann spielen. Hä? Jetzt bin ich auf dem Hauptbildschirm. Warum das? Ich bin jetzt aber kurz weg. Dann gucke ich, was ich mache. Ich muss mir ein bisschen ausrasten. Ich bin echt fix gedauert. So 2 Stunden gedauert, ne? Basta eigentlich, mein lieber Achim.
Dann gucke ich, was ich morgen nachher noch mache. Vielleicht bin ich im Konvoi dabei, vielleicht nicht. Ne? Achim, kannst du dir nicht versprechen. Mal gucken. Komme ich jetzt ein bisschen ins Bett. Hm. Hast du noch Lohnerstatus, Redix? Sonst kannst du ein bisschen abernten, noch wenn du willst. Ja, ich gucke mal. Aber bei Markus kannst du nicht, bei mir kannst du, bei den hellblauen, bei diesen dunkelblauen, da sind links noch zwei, drei. Ich kann nicht mehr. Ich muss kurz Pause machen. Und ja, leider, ja. Ich bin da wieder draußen mal vom Stream. Ich sage Dankeschön an Achim mit 2x1 Euro. Dankeschön. Und wir sehen, hören uns später und sonst. Sonst spiele ich nochmal LS19 danach. Ich bleibe noch drin im Server, ne? Okay. Und dann gucken wir, was wir machen. So, tschüssi, ich bin weg. Bye, bye. Nicht die Mama. Mama.